Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute-Show. Danke sehr. Das ist sehr freundlich. Vielen, vielen Dank. Die Heute-Show. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so richtig bewusst ist, aber wir alle erleben gerade etwas ganz Besonderes. Das Wunder der Schöpfung. Ja, sowas ist natürlich immer aufregend, aber Sie wissen das noch, ist es ja nicht so weit. Wir reden hier von einer sehr schweren, anstrengenden Steißgeburt. Deshalb... Was? Beruhigen Sie sich mal wieder. Eine Geburt ist was ganz Natürliches. Und es soll ja Leute geben, die hoffen, dass Westerwelle anschließend erstmal Erziehungsurlaub nimmt. Der Mann, der zumindest im Wahlkampf knallharte Ansagen gemacht hat. Wir Liberale werden einen Koalitionsvertrag nur unterzeichnen, wenn darin ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem... Genau, Guido! Steuern runter für alle! Frei Bier! Richtig! Sonst kein Koalitionsvertrag! Jawohl! FDP, FDP, FDP. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Die Wahl ist gelaufen. Ab jetzt zeigt die Realität wieder ihre hässliche Fratze. Es wird, und Sie müssen jetzt sehr tapfer sein, nämlich keine ganz große Steuersenkung geben. Warum? Das sagt uns jetzt der finanzpolitische Sprecher der Liberalen. Die Regierung hinterlässt uns einen finanzpolitischen Scherbenhaufen. Anders kann man das nicht sagen. Aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Oh Gott, wir sind ja völlig pleite. Das haben wir von der FDP ja gar nicht gewusst. Mann, einfach mal Zeitung lesen sollen's. Immerhin, rund 20 Milliarden Entlastung soll es vielleicht 2011 angeblich geben. Aber wo die Kohle herkommen soll, das weiß keine Sau. Schwarz-Gelb erinnert mich schon an diese Typen bei Peter Zwegert. Die einfach keine Briefe mehr aufmachen, weil sie Angst haben, es ist eine Rechnung drin. Das ist Realitätsverlust. Auch übrigens bei FDP-Generalsekretär Dirk Niebel. Der Mann findet sich selbst so geil, dass er es kaum aushält. Guten Abend, ich bin Generalsekretär der größten FDP, die es jemals gab. Und das ist ein schönes Amt. Ja. Sicher. Hat ihn zwar keiner gefragt, aber man kann es ja mal erwähnen, ne? Dirk Niebel, der Generalsekretär, der größte Generalsekretär aller Zeiten, sozusagen der Grögatz für mich ab jetzt, meine Damen und Herren. Aber leere Kassen hin oder her, die FDP bleibt jetzt knallhart bei ihren Forderungen, oder? Und das komplette Programm der FDP ist verhandelbar. Ach, auf einmal, ja? Hau bloß ab, du! Ja, kaum riecht er an der Macht, ist alles verhandelbar. Gut, so pseudomäßig hat er ja wohl am Wochenende mit Abbruch der Verhandlungen gedroht, aber... Nimmt ja eh keiner ernst. Also was für manche schon ein Schlagabtausch ist, ist für mich noch eine normale Diskussion. Ach so, doch kein Schlagabtausch, völlig normale Diskussion. Ist eigentlich schade. Ich hatte es mir ja so vorgestellt. Ja, das sind Gespräche, oder? Das ist politische Auseinandersetzung. Ist denn da überhaupt keiner mehr in der Partei, in der FDP, der finanzpolitisch durchblickt? Doch, ich kann Sie beruhigen, einer blickt durch. Rudolf Rentschler. Ja, der Name sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber er ist auch bekannt als die Drohne Willi aus Biene Maja. Über den macht sich auch Stefan Raab schon seit Jahren lustig. Hier mal der Original Willi. Ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Was heißt das, im Kopf? Süß, ne? Und jetzt mal der Original Rentschler. Meine Freunde haben alle gesagt, wir schaffen die Erbschaftssteuer ab, wir diskutieren nicht mehr. Heute sind wir bei 80% und es geht weiter steil aufwärts. Ihr müsst es bezahlen, ich bin dann unter der Erde. Auch das ist ein Unding, da hätte man auch ein bisschen verhandeln können. Also, ich habe da kein gutes Gefühl. An dieser Stelle muss ich ausdrücklich sagen, bin ich nicht zufrieden.
Ja. Ich auch nicht. Ja, er wirkt wirklich ein bisschen wie so ein Kandidat bei Schwiegertochter gesucht, aber der Rentschler ist tatsächlich die letzte Stimme der Vernunft in der FDP. Sein Parteivize Brüderle faselte im RTL-Nachtjournal irgendwas von, ich weiß auch nicht. Nein, das ist ja etwas, was die Propagandasache unserer Gegner war. In der sozialen Marktwirtschaft entstehen Arbeitsplätze nicht für Schrote fahren am 1. Mai, sondern dadurch, dass Sie und ich Geld in die Hand nehmen zur Herstellung dessen, was Sie und andere nachfragen, kaufen, während Frauen und Männer beschäftigt. So funktioniert das. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht liegt es an mir. Haben Sie auch nur eine Silbe verstanden? Wir versuchen es jetzt noch mal mit Untertiteln, bitte. Nein, das ist ja etwas, was die Propagandasache unserer Gegner war. In der sozialen Marktwirtschaft entstehen Arbeitsplätze nicht für Schrote fahren am 1. Mai, sondern dadurch, dass Sie und ich Geld in die Hand nehmen zur Herstellung dessen, was Sie und andere nachfragen, kaufen, während Frauen und Männer beschäftigt. So funktioniert das. So funktioniert das. Ja, wir haben kein Geld und alle wissen das auch. Guido Westerwelle tut trotzdem so, als ginge es jetzt steil bergauf. Alle 20 Kernforderungen der FDP, alle konnten im Koalitionsvertrag durchgesetzt werden. Versprochen, gehalten. Ja, 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 aber es steht eben nicht im Koalitionsvertrag, wie man die Gesetze der Mathematik außer Kraft setzt. Wie geht das? Steuern und Schulden runter. Wir erinnern uns vor der Wahl, da haben die nämlich noch rumgetönt, die Liberalen, mit ihrem liberalen Sparbuch. Über 400 Kürzungs- und Einsparungsvorschläge stehen da drin. Zum Beispiel fragten sie völlig zu Recht, warum braucht ein Minister bitte zwei Staatssekretäre? Einer tut's doch auch vor der Wahl, wie gesagt. Was ist denn daraus geworden, Herr Vizekanzler? Versprochen, gehalten. Gehalten am Arsch die Räuber. Denn raten Sie mal, raten Sie bitte mal, wie viele Staatssekretäre Guido Westerwelle aktuell beschäftigt. Genau, drei. Das ist schon mal einer mehr als zwei. In Worten drei, tres, three, trois. Gut, war ja nur einer von ganz vielen Sparvorschlägen auf der Liste, der langen Liste. Wie viel davon, würde mich interessieren, hat die FDP denn nun wirklich vor der Regierungsbildung durchgeboxt? Diese Liste der Gegenfinanzierung, die die FDP im letzten Jahr vorgeschlagen hat, hat sich jetzt nicht wieder vorgetragen. Hm. Ja, manchmal habe ich fast das Gefühl, Politiker belügen uns im Wahlkampf. Aber nein, bleiben wir fair, bestimmt wird irgendwo gespart. Zum Beispiel, das ist mal ein kleiner Betrag, warum muss ich ein Friedhofsmuseum in Kassel mit 500.000 finanzieren? Ich sag das seit Jahren! Dieses verdammte Friedhofsmuseum in Kassel. Ich hasse das Friedhofsmuseum in Kassel. Hier, habt sogar schon T-Shirts drucken lassen. Ne? Wegen dem sind wir doch so pleite. Wenn das endlich weg wäre. Mann. Friedhofsmuseum in Kassel. Zum Glück kommen ja bald die Steuergeschenke. 2010 oder 11 oder so. Aber wie viele Milliarden kriegen wir Bürger denn da nun genau? Fragen wir nochmal nach. Natürlich bei der FDP. Im nächsten Jahr kommen auf die Bürger 14 Milliarden Euro Entlastung zu. Es wurde ausgerechnet 24 Milliarden. Zusammen werden 21 Milliarden Entlastungen bewirkt ab 01.01.2010. Dann werden wir, denke ich, insgesamt auf 16 Milliarden in diesem Jahr kommen. Insgesamt, wenn Sie mal reingucken in den Koalitionsvertrag, sind ja mehrere Summen genannt. Einfach mal zusammenrechnen, dann haben Sie das Gesamtpaket. Ein Genie! Wunderbarer Vorschlag. Machen wir das einfach mal. Zusammenrechnen jetzt die einzelnen Zahlen, die da gerade genannt wurden. Also das waren einmal 14 Milliarden plus 24 plus 21 Milliarden plus 16 plus natürlich 500.000 für das verfluchte Friedhofsmuseum in Kassel. Macht zusammen 75 Milliarden Euro Entlastung. Wir sind reich! FDP, FDP, FDP. Ah. Das ist mein Laden! Steuergeschenke! Vielen Dank! Dankeschön! Guten Abend, bin gleich für Sie da. Kurze Sekunde noch. Hallo. Dankeschön. Ja.
Kleinen Moment, bin gleich für Sie da. Ich muss eben noch einen Brief an die FDP fertig machen. Es geht um einen reduzierten Steuersatz für Fernsehmoderatoren. So. Auch die Liberalen haben es in diesen Tagen nicht leicht. Seit der Wahl in Umfragen ein Drittel ihrer Wähler verloren. Und das Allerschönste, sie haben es sich verdient. Mit lupenreiner Premium-Klientelpolitik. In der FDP sieht man das natürlich etwas anders, so wie der Abgeordnete Heinz-Peter Hausstein neulich im Bundestag. Ist das Geld bis Herbst nicht sauer, kauft sich einen Benz der Bauer. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf aus dem Erzgebirge. Ja, Glück auf, verwirrter FDP-Mann aus dem Erzgebirge. Ja, hier. Fand das Gedicht so mittel. Ich habe noch einen. Hier, den habe ich selber gedichtet. Wer für Spendengeld dem Hotelier Gesetze strickt, wird am Ende vom Wähler ins Knie getreten. Ja, da holpert's hinten noch. Da muss ich noch mal ran. Ist nicht optimal. Ja. Aber wenn wir mal miese Möchtegern-Lyrik beiseite lassen, stellen wir fest, die FDP sieht sich wirklich unschönen Vorwürfen ausgesetzt. Ist die FDP käuflich? Wir haben von den Vorwürfen gehört, sie haben 1 Million Euro kassiert von einer Hotelkette und hinterher die Mehrwertsteuer für Hotels gesenkt. Ist die FDP hier käuflich? Nein. Doch. Doch. Und ich bin nicht mal überrascht. Ich bin nicht überrascht. Das erwartet man. Wirklich. Ich bin nicht überrascht. Ich bin nur enttäuscht, wie dilettantisch die das machen. Spende vom Hotelier. Mehrwertsteuer für Hotels runter. Das ist viel zu offensichtlich. Offiziell verbucht. Leute. Spenden nimmt man gefälligst auf dunklen Parkplätzen entgegen. In Plastiktüten. Hier, so geht das. Der angeklagte Ex-Waffenvermittler Schreiber hat heute über illegale Spenden an mehrere Parteien in Bayern berichtet. Die Spenden sollen gestückelt auch unter Verwendung von Namen aus Todesanzeigen in die Parteikasse geschleust worden sein. Sauber, Namen aus Todesanzeigen, so funktioniert Bestechung. Nee, warte mal, nicht Bestechung, hier, ich meine, diese eine Sache, also wenn Lobbyisten der Partei Geld geben, damit die Partei, ach hier, das kann der Generalsekretär der FDP viel, viel schöner erklären als ich. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner ständigen Rechtsprechung unterstrichen, dass auch Kapitalgesellschaften und Verbände spenden sollten, weil dadurch das Band zwischen den Parteien und der Wirtschaft insgesamt gestärkt wird. Ah, das Band zwischen Wirtschaft und Parteien. Ja, ganz wichtig. Ein heiliges Band, gewoben aus feinstem Bargeld. Es darf niemals abreißen. Das sehen übrigens alle Parteien so. Nur die ollen Linken nicht. Die sagen... Ich meine, für wie doof halten Sie denn die Leute? Schon für ziemlich, muss man sagen. Ach, der Gysi, hör doch auf, der Gysi ist doch nur neidisch. Seine Wähler haben ja leider kein Geld, das sie spenden könnten. Ja, da ist natürlich eine Partei der Besserverdiener klar im Vorteil. Ganz klar. Riesenvorteil. Mit diesen Prinzipien bestimmen wir einen konsequenten Liberalismus. Es ist zugleich aber auch ein mitfühlender Liberalismus. Ja, das muss ich Ihnen jetzt erklären, ganz kurz, denn das ist neu. Also normaler Liberalismus, kennen Sie ja, normaler Liberalismus geht so. Sie sind entlassen, raus. Mitfühlender Liberalismus geht so. Sie sind entlassen. Sorry. Raus. Ja. Der mitfühlende Liberalismus. Ganz neu. Jetzt im FDP-Shop. Um es gleich vorweg zu sagen, was die FDP da gemacht hat, war keineswegs illegal. Die Millionenspende wurde ordnungsgemäß verbucht. Allein Lobbyismusexperten sagen, das Verhalten der Liberalen sei anrüchig. Ich sage... Die Scheiße stinkt doch zum Himmel? Ja, wo leben wir denn eigentlich? Im Takatuka-Land? Da kann man bei uns neuerdings Gesetze bestellen wie eine Pizza? Hallo Guido, ich hätte gerne einmal den reduzierten Mehrwertsteuersatz und einen kleinen Bauernsalat. Wie taktreich kann man eigentlich sein? Das Land geht den Bach runter und ihr kümmert euch den ganzen Tag um reiche Erben und die gottverdammten Hotelbesitzer. Dafür kommt ihr alle in die Hölle. Und wenn mir noch einer sagt, dass er beim nächsten Mal trotzdem wieder FDP wählen will, den prügle ich doch persönlich die Scheiße aus dem Erd.
So, was haben Sie denn überhaupt erreicht in diesen 100 Tagen? Ja, hier, die Mehrwertsteuersenkung für Hotels, die fanden manche im Dezember noch super. Nordrhein-Westfalen begrüßt das vorliegende Wachstumsbeschleunigungsgesetz, weil es steuerliche Ungerechtigkeiten beseitigt. Genau, Herr Pinkwart, endlich Schluss mit einem Steuersystem, in dem Hotelbesitzer genauso viel Steuern zahlen müssen wie Leute ohne Lobby. Ne? Das Lustige ist, dass Herr Pinkwart, nebenbei stellvertretender Vorsitzender der FDP, gerade in Nordrhein-Westfalen Wahlkampf machen muss. Und nachdem er die letzten unschönen Umfragen gesehen hat, findet er das Hotelgesetz auf einmal gar nicht mehr so toll und will es wieder abschaffen. Nach meiner festen Überzeugung ist gute Politik dadurch gekennzeichnet, dass sie sich auch korrigiert. Nein, gute Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie gut ist und deshalb gar nicht korrigiert werden muss. Jetzt hänge ich gerade ein bisschen. Wie heißt nochmal dieser eine Politiker hier, dieser zurückhaltende Stille, der so selten in den Schlagzeilen ist? Richtig, Guido Westerwelle, genau. Unser Außenminister ist diese Woche in Südamerika unterwegs, deswegen ist in Deutschland auch so ruhig. Immer dabei sein Partner Michael Mronz. Und das alles natürlich rein privat. Bei seinen Auslandsreisen sollen Unternehmer dabei sein, die zuvor für die FDP gespendet haben, heißt es. Hm? Mauscheleien? Ausgerechnet bei der FDP? Das kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem bleibt hier schon die Frage, trennt Westerwelle seine verschiedenen Ämter möglicherweise nicht sorgfältig genug? Es ist ja auch für ihn nicht einfach, er ist ja eine multiple Persönlichkeit, unter anderem ist er, was haben wir da alles? Er ist Außenminister, genau, er ist FDP-Vorsitzender, Bundestagsabgeordneter, Vizekanzler, Klugscheißer. Da kommt man schnell mal durcheinander. Natürlich kommt man da mal durcheinander. Er hat sogar neulich ein Hotel in Bonn feierlich eröffnet, obwohl oder weil Michael Mronz dort geschäftlich involviert ist. Da strahlte der Guido am Wochenende bei der Einweihung des 100 Millionen Euro teuren Camea Grand Hotels in seiner Heimatstadt Bonn. Ja, da strahlt der Guido. Wenn es schön teuer ist, dann fühlt er sich zu Hause. Alles privat wohlgemerkt. Westerwelle schmeißt auch privat auf Staatskosten gerne Partys im Gästehaus des Außenamtes. In die Villa Borsig am Tegeler See lädt Westerwelle Prominente ein, aber er weigert sich, die Gästeliste offen zu legen. Gut, wahrscheinlich hat der Bischof Mixer und die Jakobssisters eingeladen und jetzt ist es ihm peinlich, könnte ich mir vorstellen. Aber seien wir auch mal hier ein bisschen fair und hören den Betroffenen, was sagt er selbst, was sagt einer der privatesten Außenminister der Welt? Dass ich mich mit diesen haltlosen Vorwürfen hier nicht auseinandersetze, das läuft bei mir wie bei allen Vorgängern auch. Dankeschön. Ja, danke. Ist das so? Das läuft also so wie bei den Vorgängern auch. Ja, wie war es denn zum Beispiel bei Ihnen, Herr Ex-Außenminister Steinmeier? Hat Ihre Frau Sie auch immer auf Reisen begleitet? Meine Frau ist Richterin. Sie hat dafür keine Zeit, meinen Sie, oder? Dafür erstens keine Zeit und zweitens ist das auch nicht ihr Sinn und Streben gewesen, mich auf Auslandsreisen zu begleiten. Nee, die ist schön zu Hause geblieben und hat ihrem Mann eine neue Brille gekauft, wie sich das gehört. Wenn auch die falsche, wie wir gerade gesehen haben. Und ganz nebenbei ist die Ehefrau von Steinmeier auch keine, ganz wichtig, Eventmanagerin, die von Wirtschaftskontakten lebt, wie Guidos Lebensgefährte Michael Mronz. Boah. Merke gerade, wenn man zu oft das Wort Mronz sagt, dann kratzt das so im Hals. Mronz! So, aber wenn die Reisen des Außenministers alle privat sind, dann will ich natürlich auch mal mit. Aber kommen wir mal zu den designierten Wahlverlierern in Nordrhein-Westfalen. Also zur FDP. Die Partei muss sich weiter harsche Kritik gefallen lassen und die Basis, die findet das gar nicht gut. Die Stimmung an der Basis ist schon vielfach so, dass hier eine Hetzkampagne gegen Herrn Dr. Westerwelle läuft, was wir absolut ablehnen. Und das kann nur Hass sein. Also das ist wirklich aus den Zeilen, auch hier aus den Titeln, die in den Zeitungen stehen, das ist ja wirklich purer Hass, der uns da entgegenschlägt. Nein, das stimmt so nicht. Das ist nicht nur purer Hass. Da ist auch viel Häme mit dabei. Und Geringschätzung. Missgunst. Verachtung. Ekel. Und ja, auch eine Menge Schadenfreude. Und womit? Mit Recht. Guido fliegt mit dubios zusammengestelltem Freundeskreis lustig durch die Weltgeschichte, wird daheim natürlich kritisiert. Und was ist seine Reaktion? Kein einziges Wort zu den Vorwürfen. Stattdessen gibt der Mann das Opfer. Diese ganzen Kampagnen, diese ganzen Manöver, sie haben ein einziges Ziel. Sie wollen in Nordrhein-Westfalen eine linke Mehrheit schaffen aus SPD, aus Grünen und aus Linkspartei. Aber unsere Bürger sind viel zu klug, um das nicht zu erkennen.
Wer jetzt? Ich? Von wegen zu klug. Viele Bürger waren ja neulich schon mal dumm genug, die FDP zu wählen. Aber was anderes. Kann ich den Ausschnitt von eben noch mal sehen, bitte? An was erinnert mich diese Handbewegung? Ach, richtig, an das hier. Alle machen, was ich will. Naja, fast alle. Also, eigentlich keiner. Wir machen das selten genug, aber gönnen wir uns doch mal einen kurzen Moment der Selbstkritik. Die Heute-Show ist mit einer kleinen bürgerlichen Partei namens FDP oft sehr hart ins Gericht gegangen. Ja, vielleicht zu hart wegen ihrer unbezahlbaren Steuerversprechen, aber von eben dieser FDP gab es diese Woche sensationelle Neuigkeiten. Wir sind ja auch nicht blind und realitätsfern. Wir wissen auch, in welch schwieriger Situation die öffentlichen Haushalte sind. Was? Der Staat ist pleite? Ja, leck mich doch am Arsch. Warum sagt mir das denn keiner? Da muss erst die kleine FDP kommen und mal nachzählen. Wie konnten wir alle so blind und realitätsfern sein? Letzten Sommer, da wollte die FDP noch 35 Milliarden Steuerentlastung. Dann waren es nur noch 24, dann 19. Und jetzt in ihrem neuen Steuerkonzept heißt es 16. Was sagt man dazu? Versprochen, gehalten. Ja, oder so ähnlich. Oder so ähnlich, aber immerhin im andauernden Fight FDP versus Wirklichkeit hat die Wirklichkeit einen Etappensieg errungen. Und dafür hagelt es jetzt Komplimente von allen Seiten. Willkommen FDP auf dem Weg in die Realität. Ein Steuerkonzept wird da heute vorgestellt, das näher dran ist am Machbaren als vieles, was bisher von den Liberalen zu hören war. Ja. Sagen wir mal, es ist ein Anfang, ne? Das ist jetzt so, als ob der Alkoholiker nur noch eine Flasche Korn zum Frühstück trinkt, ne? Nein, da muss man auch mal loben. Und ich sag mal, FDP, wenn ihr jetzt von den 16 Milliarden noch ein bisschen was abzieht, sagen wir mal so, 16 Milliarden, dann male ich euch ein Sternchen unter euer Konzept. Das war, darf ich Ihnen sagen, eine gute Woche für unsere kleine Sendung. Denn Sie müssen sich vorstellen, so wie die Christen in aller Welt sich auf Ostern freuen, so freuen sich ja die Macher von Satire-Sendungen auf was? Richtig, auf Bundesparteitage der FDP. In Köln trafen sich die Liberalen und ich muss sagen, für mich hat es fast schon was Rührendes, wie die sich weiter an ihre absurden Wahlversprechen klammern, an die ja längst keiner mehr glaubt. Die alte Steuerleier hier. Und was wir in dieser Legislaturperiode nicht umsetzen können, setzen wir dann in der nächsten Legislaturperiode um. Und wenn es sein muss, in der dritten nächsten Legislaturperiode. Oder in der vierten nächsten oder in der fünften oder nächsten Mittwoch oder nie, aber wir machen das. Ja, ich muss sagen, ich finde es fast tragisch. Die haben kein anderes Thema. Abgesehen natürlich von Guido Westerwelle. Der kümmert sich neuerdings um alles, was klein ist oder so mittel. Wir konzentrieren uns jetzt auf eine Entlastung der Mittelschicht. Der kleinen und mittleren Einkommen. Der kleinen Einkommen. Mittleren. Kleinen Einkommen. Mittleren und mittleren. Kleinen Einkommen. Das haben wir uns vorgenommen und das werden wir auch gemeinsam durchsetzen. Ja, ist angekommen. Mann, wie ein Plattenspieler, bei dem die Nadel hängen geblieben ist. Die goldene Regel, was man 30.000 Mal sagt, stimmt dann irgendwann auch. Schreiben Sie es bitte auf. Die FDP ist neuerdings eine kleine Leutepartei. Und für alle kleinen und mittleren Fans der Heute-Show fasst Hermann Otto Solms jetzt nochmal die ganze Steuerproblematik sehr kompakt zusammen. Das konkrete Inhalt jetzt ist mit geringen, egal ob, weil sonst auch andere anfangen den Vertrag, das ist doch völlig selbstständig. Selbstverständlich. Wenn es Steuerlinie gibt drastischen die Wettbewerbsfähigkeit. Ich bin gespannt. Ich dahin das Auto, das Kfz. Aber da muss schon sagen, so kann es nicht weitergehen. Was sagt man dazu? Professor Hastig möchte im Seniorenparadies abgeholt werden. Ja, so viel zum Seniorenflügel der FDP. Bei allem berechtigten FDP-Bashing muss ich sagen, unsere liberalen Freunde, die haben wenigstens noch Ideen. Staatsschulden könnten das Tier bald in Lebensgefahr bringen. Ein Sparvorschlag der FDP. Keine Krötentunnel mehr. Zu teuer. Ja, das ist klassisches liberales Denken. Eigenverantwortung. Auch für Kröten. Hey, der eine kommt durch, der andere bleibt im Reifenprofil kleben. Selber schuld, sagt die FDP.
Sehr schön. Wer ragt sonst noch raus aus der grauen Ministermasse? Natürlich unser Sunnyboy Rainer Brüderle. Ja, das ist einer von uns, der spricht noch die Sprache des Volkes, auch wenn ihn nicht unbedingt jeder versteht. Das Verhalten von General Mauders gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel. Er sehr flatterig ist, kann sehr gut auch viele ehrenamtliche Funktionen anderen wichtigen Teilen der Gesellschaft ausüben. Und die Unterschriften sind kaum trocken. Und es gibt schon wieder die ersten, die in den Erbsen rumzählen. Kaum trocken. Ja. Bei Brüderle ist ja bekanntermaßen die Unterschrift nicht das Einzige, was nicht trocken ist. Ja, bitte. Christian. Nein. Nur weil er ständig wirres Zeug brabbelt und die Hälfte seiner Silben verschluckt, heißt das ja noch nicht, Nein, das heißt gar nichts, natürlich. Nein, hören Sie doch mal, wie er sich im Wirtschaftsministerium seinen Mitarbeitern vorgestellt hat. Ich muss auch sagen, die Art des Umgangs miteinander, auch da hilft ja immer wieder auch gemeinsame Zuneigung zu bestimmten Getränken. In Berlin muss ich da vorsichtig sein, in Mainz sage ich da immer, wer überhaupt nichts trinkt, ist verdächtig. Okay, das heißt übersetzt, wenn ich im Wirtschaftsministerium Karriere machen will, dann brauche ich ab jetzt eine Leber aus Stahl. Ja, gut, das ist jetzt schon eine sehr grobe Vereinfachung, aber im Kern völlig richtig. Das Verhalten von General Mauders gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel. Ja, ich kann nur sagen, langsam wird's eng. Dem deutschen Kabarett bricht gerade der Rohstoff weg. Roland Koch geht und die FDP irgendwie auch. Nur noch 3% beim Politbarometer. 3%! Ne, damit Sie sich mal vorstellen können, wie wenig das ist. Genau 3% der Deutschen geben eine ehrliche Steuererklärung ab. Und davon wählt keiner FDP. Ne? Oh, nee, Moment mal. Herr Außenminister, die alten Zahlen unter Ihrem Schuh, können wir die bitte mal kurz der Realität anpassen? Geht das? So wird ein Schuh draus. Ja. Alle 3 Sekunden. Tritt ein Mensch aus der FDP aus. Wir wollen kein Geld. Wir brauchen deine Stimme. Du kannst die Welt besser machen. Werde Mitglied. FDP. Falls Sie FDP-Mitglied sind und gerade die neuen Umfragewerte im Politbarometer gesehen haben, ich bin Oliver Welke. Ich sage das nur, weil Sie mich wahrscheinlich durch Ihre Tränen nicht erkennen können. Aber ich meine, hey, 5% sind immerhin besser als 4. Ne? Zwischendurch mal eine richtig gute Nachricht. Und die kommt ausgerechnet, man glaubt es kaum, von der FDP. Genauer gesagt von der Fraktionsvorsitzenden Birgit Homburger. Meine Damen und Herren, von heute an sind es noch 100 Tage bis Weihnachten. Ja, hoffentlich ist das nicht wieder so ein leeres Wahlversprechen wie damals die Sache mit den Steuersenkungen. Ich verstehe natürlich den Frust des Kollegen. Die Tabaksteuer erhöhen die Politiker, wenn ihnen gar nichts anderes einfällt. Also immer. Und ich bin nicht der Einzige, den das aufregt. Rauchen und Saufen als Säule der deutschen Finanzpolitik, das ist nur noch Gaga, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja gut, damals, 2003, da ging es ja auch um eine rot-grüne Tabaksteuererhöhung. Die war Gaga. Ne, die von heute ist ja schwarz-gelb. Das ist was völlig anderes. Ich frage mal unseren Experten für komplett behämmerte Drohgebärden, Christian Ehring. Christian, was sollte denn bitte der Scheiß? Ach, was heißt denn hier der Scheiß? Es hat doch wunderbar geklappt. Ja, das muss man auch mal sehen. Der Schäuble, der alte Erbsenzähler, ist eingeknickt in Sachen Werbungskosten. Dank FDP gibt es jetzt für Arbeitnehmer, halten Sie sich fest, 2,90 Euro mehr im Monat. 2,90 Euro. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind 290 Cent. Ja, ein Traum wird wahr, Christian. Ja. Ein Traum wird wahr. Dafür steigen aber die Beiträge in der Arbeitslosen- und in der Krankenversicherung um durchschnittlich 12 Euro. Da bleibt also am Ende eine Erhöhung von circa minus 9 Euro. Hui, bin ich gespannt, was ich mir davon alles nicht kaufen werde, Christian. Das ist mal wieder typisch. Das Jahr ist gerade mal 21 Tage jung und Sie reden schon mal wieder die FDP in Grund und Boden. Dabei kämpfen die. Das muss man doch auch mal sehen. Die kämpfen den Kampf der Kämpfer. Hier. Da muss man stehen. Da muss man kämpfen. Die FDP will kämpfen. Wir Liberale werden kämpfen. Gekämpft werden muss. Steht auf und kämpft. Kämpfen. 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 Ja, na klar. Na klar kämpfen die.
kämpfen. Ja, logisch kämpft die FDP, und zwar mit der 5%-Hürde. Roffel-Loll. Roffel-Loll. Geht's vielleicht auch mal mit ein bisschen Fairness? Ja, wäre das mal möglich? Die FDP hat sich inhaltlich völlig neu aufgestellt. Was? Ja, bis neulich hatte sie ja leider nur dieses eine Thema, mehr Netto vom Brutto. Ja, und was hat sie jetzt? Mehr Toto vom Harry, oder was? Quatsch. Sehen Sie und staunen Sie. Weil ich auf jeden Fall verhindern möchte, dass in Deutschland sich Mehrheiten aus SPD, Grün und Linkspartei breit machen. Weil Deutschland Besseres verdient hat als linke Mehrheiten. Weil Deutschland nicht links überlassen werden darf. Es geht darum, dass Deutschland nicht von links regiert wird. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Von den Machern von Mehr Netto vom Brutto kommt nun ein neuer Blockbuster. Linke Mehrheiten verhindern. Kapieren Sie nicht, Welke? Die FDP hat endlich ein zweites Thema gefunden. Ja, das bedeutet 100% mehr Inhalt. FDP, FDP, ja, supi. FDP. Linke Mehrheiten verhindern heißt auch nur übersetzt, kann ja sein, dass wir scheiße sind, aber die anderen, die sind noch viel scheißer. Ja, aber es kommt noch besser. Der Westerwelle hat offensichtlich völlig neue Gesten zu Weihnachten gekriegt. Und was für coole. Ja, super, oder? Ja. Und? Schauen Sie was? Da haut es Ihnen den Plöngel aus der Glocke, was? Plöngel aus der Glocke, wie reden Sie? Sie machen mir langsam Angst. Sie hören sich an, wie so, als wären Sie FDP-Mitglied, Ehring. Ja. Überraschung. Nee! Das ist ja ekelhaft, wirklich, Ehring. Wie kann man sein Leben so wegwerfen? FDP-Mitglied? Ja, ja, jetzt fragen Sie mich doch mal, warum? Warum? Tja, wenn es mit dem Schwund so weitergeht, hat die FDP in einem Jahr rein statistisch noch genau 16 Mitglieder. Und raten Sie mal, wer dann zwangsläufig neuer Bundesvorsitzender wird? Na, genau, Mutter Ehring, ihr sein Sohn. Tada! Ja, dann wünsche ich viel Glück bei Ihrer Splitterparteikarriere. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank! Müssen Sie ja wissen. Oh, bitte. Nicht gleich weggucken oder abschalten. Nur weil Sie das FDP-Logo und so viel Gelb-Blau im Hintergrund sehen. Geben Sie mir eine kleine Chance, für meine politischen Ziele und Vorstellungen zu werben. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag. Bitte. Helfen Sie mir. Meine Knie wurden hinter diesem Tisch festgedübelt. Das ist Gänsehautwahlkampf, was wir da erleben in Baden-Württemberg. Wir brauchen ja schnell noch ein harmloses Schmunzelthema. Hier, was ist denn mit dem Wahlausgang in Sachsen-Anhalt? Da gab es doch letzten Sonntag großen Jubel bei wirklich allen Parteien. Oder sagen wir mal, bei fast allen. Zu Sachsen-Anhalt wirklich nicht zeigen. Tja, hoffentlich hat die FDP einen Getränkelieferanten, der volle Fässer wieder zurücknimmt. Wenn das die falsche Koalition ist, wenn es die falsche Koalition ist, mit wem soll die Merkel denn sonst koalieren? Ne? Die Frau fängt ja jetzt schon, wenn Sie darauf achten, subtil an, die Grünen anzubaggern. Ich finde das schamlos. Ne? Ich meine, die Leiche der FDP ist doch noch warm. Ah, gut. Nein, hallo, Leiche ist jetzt leicht übertrieben, aber Fakt ist, der Wähler hat die FDP gar nicht mehr richtig lieb. FDP wählen. Ob ich mir das vorstellen kann? Tja, was soll ich dazu sagen? Die FDP hat es nicht mehr geschafft in Mainz. Gott sei Dank.
Da kann er nicht drüber lachen, das kann ich mir aber sagen. Ne? Für Comedians wird es gerade immer einfacher. Ne? Man muss nur noch das Wort FDP sagen und die Leute schmeißen sich weg. So weit ist es schon. Keine Frage, die Liberalen haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Westerwelle nach jeder Wahlpleite exakt dieselbe Rede hält. Da gibt es auch gar nichts drum herum zu reden. Der Wahlabend für uns in Nordrhein-Westfalen war enttäuschend. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, da gibt es nichts zu beschönigen. Das ist ein sehr enttäuschender Wahltag für uns Liberale, für die FDP gestern gewesen. Wir müssen diesen Warnschuss der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Das ist ein Warnschuss der Wählerinnen und Wähler. Denn selbstverständlich geht man nach einem solchen Wahlergebnis nicht zur Tagesordnung über. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir haben diese Botschaft aus Nordrhein-Westfalen verstanden. Wir haben diese Botschaft verstanden. Ja, gut. Andererseits. Andererseits, die FDP, die vergeigt gerade so viele Wahlen. Da kann er sich nun wirklich nicht jedes Mal eine ganz neue Rede ausdenken. Das muss man auch verstehen. Immerhin, eins hat Guido sich jetzt wirklich vorgenommen. Wir werden die Wochen bis zum Parteitag nutzen, um auch in die Partei hineinzuhören. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Er will in die Partei hineinhören. Dann machen wir das doch mal, meine Damen und Herren. Echt miese Stimmung in dem Laden, das muss man schon sagen. Unsere politische Landschaft verändert sich gerade rapide. Die Grünen oben auf, die FDP nicht. Fragen wir mal unseren Parteienlandschaftsgärtner Christian Ehring. Christian, wie schätzen Sie die neue Lage ein? Weil ja das Spektrum, oder? Ich mal was eben ist jetzt? Hallo? So. Jawohl. Was soll denn der Scheiß jetzt? Lassen uns das Ganze noch mal ein bisschen spielerischer angehen. Ja, die ganze Parteiensache, Politiker raten. Machen wir jetzt. Ja? Wer sind Sie? Sie dürfen mir Fragen stellen. Oh Mann. Bin ich bald arbeitslos? Ja. Guido Westerwelle. Oh, verdammt! Das war aber echt zu einfach. Ich stell mal die FDP runter, einen Moment. Das war jetzt echt zu einfach. Dr. Guido Westerwelle. Der Doktortitel bleibt ihm ja wahrscheinlich. Aber... na, vielleicht. Lassen Sie uns doch mal tatsächlich ein bisschen über die FDP sprechen. Das kommt ja in dieser Show oft etwas kurz. Wie steht es denn um die FDP-Führungsriege? Eis, schwierig, ja. Ganz, ganz schwierig. Man kennt das ja. Ne? Wenn man weiß, der Opa muss eigentlich ins Heim, aber keiner will es ihm sagen. Es ist schrecklich. Ja. Hier, schauen Sie, die Liberalen in Rheinland-Pfalz kurz nach der Wahl. Das hier ist das Gesicht der FDP 2011. Ja, erschreckend. Wissen Sie was? Der sieht aus wie der Adler aus der Muppet-Show. Hier. Da! Ja, ja! Kurz bevor sich ein Ventilator stürzt. Sam, der Igel. Hallo, ich melde mich direkt aus Berlin und zwar direkt an der Parteizentrale der FDP, die über Nacht spontan abgerissen wurde. Wie? Was? Auf der anderen Seite ist sie? Ach du Pfeife, das musst du mir doch sagen! Herr Schnarrenberger, es ist ja mittlerweile schwieriger, einen FDP-Wähler zu finden als das Bernsteinzimmer. Wie sehen Sie das? Ich hatte im Moment andere Punkte. Sie haben Probleme jetzt? Nee, gar nicht. Die möchten das Bernsteinzimmer. Nein, nein, ich habe gesagt, die FDP hat mittlerweile offenbar weniger Wähler, als man das Bernsteinzimmer schneller finden könnte. Ich glaube nicht, dass so ein Vergleich in irgendeiner Art und Weise trägt. Ja. Ich glaube, es ist eine ernste Situation, mit der muss man sich angemessen auseinandersetzen. Herr Solms, rückblickend gefragt, war das eigentlich eine Scheißidee mit der FDP? Was? Eine Schwarm, die deinen Namen trägt, die geht nie wieder weg. Der Satz sagt endlich mal jemand aus der zweiten Reihe, meine Damen und Herren. Wie sieht es mit dem Parteivorsitz aus? Wird das heute schon entschieden oder eher nicht? Wir werden heute über alles reden und auch die nächsten Wochen. Wie ist denn Ihre Laune jetzt eigentlich so? Ein schlechter Tag für die FDP. Ein ganz schlechter? Ganz schlechter. Die Stimmung ist aber nicht so richtig gut da drin, nicht? Ja, alles andere wäre, glaube ich, sehr verwunderlich. Weil Sie noch so ein charmantes Lächeln auf den Lippen haben? Also nur für Sie. Aha.
ein Schloss. Westerwelle hat ja gesagt, Umfragen sind nicht wichtig, Wahlergebnisse zählen, jetzt ist das ganze Ding ja den Bach runter. Wie sehen Sie das? Schwierig zu sehen. Ja, ich habe mich auch schon gefreut, Sie zu sehen. Guten Morgen, Herr Rösler. Herr Lindner, das ist ja alles uninteressant. Herr Lindner, erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist ein großartiges Wahlergebnis. Wären Sie jetzt der neue Parteivorsitzende? Sie sind ein Spaßvogel. Für wen sind Sie denn unterwegs? Rücktritt, Rücktritt, schmeiß den Vorsitz an die Wand. Nein, der Rainer Brüderle ist bald oben in der Sitzung. Ja. Und wir werden jetzt ganz nüchtern beraten. Und ich schaue mich dann an, was Sie am Freitag aus den O-Tönen machen, wie Sie das verbossen. Alles Gute für Sie. Viel Spaß dabei. Ja, Olli. Ja, Dankeschön. Ja, und damit gebe ich zurück zu Oliver Welke ins Studio nach Köln. Ja, Ehrings, nennen wir ihn mal Vorgänger. Guido Westerwelle, der hat es gerade... Nein, der hat es wirklich nicht leicht, das muss man sagen. Viele FDP-Mitglieder wollen ihn scheinbar nicht mehr haben. Sandra Maischberger hat übrigens neulich mal Altkanzler Helmut Schmidt zum Thema Guido befragt. Die Reaktion war, ich will nicht sagen angewidert, aber ich muss. Kann man sich auf unseren Außenminister verlassen, was seine Führungskraft angeht im europäischen Konzert? Ich glaube nicht, dass Sie im Ernst eine Antwort von mir erwarten. Kam jetzt ein bisschen hart rüber, finde ich. Ein bisschen unversöhnlich. Das war nicht schon. Das hat er bestimmt nicht so gemeint. Da haken wir lieber noch mal nach. So schlimm? Hab nichts hinzuzufügen. Bam! Das war deutlich. Das war deutlich. Ja. Ich behaupte, wenn Frau Maischberger ihn gefragt hätte, Herr Schmidt, wer soll eher aus dem Dschungelcamp fliegen, Indira oder Jay? Er hätte nicht viel angeekelter geguckt. Ich muss ganz gegen meine sonstigen Gewohnheiten gleich mal mit einer Beschwerde anfangen. Jedes Mal, wenn die Heute-Show ausfällt, tritt einer zurück. Ist kein Witz. Karneval der Guttenberg, jetzt der Westerwelle. Und wir hatten keine Sendung. Ich kann so nicht arbeiten, Leute. Die FDP ist inzwischen so am Boden... Es macht fast keinen Spaß mehr, über die zu lästern. Ach komm, einmal noch. Wie läuft's denn beruflich so im Moment? Ich sag's ja immer, es geht nichts, es geht einfach nichts über ein natürliches Lachen, oder? Ja, sag ich doch. Horst Seehofer spricht schon von der Infektionsgefahr durch die FDP. Verstehen Sie? Die FDP ist jetzt offiziell als Krankheit anerkannt. Seehofer sagt das. Ein Glück, dass mit Philipp Rösler ein Arzt neuer hier Dings wird. Na, komm, wie heißt der Posten nochmal? Der Bundesvorsitzende? Nee, Bundesvorsitzender meine ich nicht. Das Amt heißt irgendwie anders. Und ich sitze sehr auf den neuen Parteifotzender. Nein. Parteifotzender war es auch nicht. Es ist, komm, sagen wir einfach, Rösler wird Nachlassverwalter, ne? Oder Sterbehelfer, je nachdem. Aber nicht allein, denn er hat ja einen, ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, einen äußerst kompetenten Berater immer an seiner Seite. FDP ist okay. Nein, ist sie nicht. Hand. Du bist ja frech. Ja, Vizekanzler kann jeder. Aber finden Sie mal einen guten, schlechten Bauchredner, meine Damen und Herren. Kein Mensch weiß mehr, wofür die neue FDP jetzt steht. Die können sich sogar Mindestlöhne vorstellen, heißt es jetzt. Die FDP wirft ohne Not ihren Markenkern über Bord. Also hemmungslose Verachtung von Schlechterverdienenden. Ne? Und Dr. Rösler steht jetzt vor seiner wichtigsten OP überhaupt. Ja, im Studium hat mir nach jeder Operation mein Chefarzt immer gesagt, Herr Rösler, Sie sind bei keiner Operation der Beste, aber immer der Fröhlichste. Und da wusste ich, ich muss in die Politik. Ja, gut, also nichts gegen gut geheuchelte Selbstironie, aber Leute, man darf es auch nicht übertreiben. Haben Sie das am Ende gesehen? Das Eklige meine ich hier? Hallo? Hat der mir zugezwinkert? Der Racker? Süß.
dass dem noch nach Schabernack zumute ist. Hier, in zumindest einer Umfrage liegt die FDP gerade bei... Nee, Leute, so kann das keine Sau erkennen. Können das mal vergrößern? So. Ja. Kein Scherz. Bei 3%. Das ist eine Katastrophe. Davon sind übrigens 1% Hotelbesitzer und 2% sind natürlich Apotheker. Der Gesundheitsminister will den gewinnbringenden Verkauf von Hygieneartikeln, Kosmetika und Hustenbonbons in Apotheken künftig einschränken. Ups! Immerhin ein Schritt weg von der Klientelpartei. Man muss auch mal loben. Dafür muss auch Zeit sein. Wofür stehen Sie denn? Also wenn ich Sie gewählt hätte bei der letzten Bundestagswahl, da standen Sie für Atomkraft, jetzt sind Sie auf einmal gegen Atomkraft. Sie stehen also nicht für Glaubwürdigkeit. Nein. Ja, schön, dass wir das klären konnten. Erfrischend offen. Ja. Schön, dass wir das mal abschließend klären konnten. So, und jetzt ist aber erstmal eine Entschuldigung fällig, meine Damen und Herren. Letzte Woche, und ich habe keine Ahnung, wie uns das passieren konnte, haben wir eine komplette Sendung gemacht, ohne über die FDP zu sprechen, meine Damen und Herren. Es ist wirklich peinlich. Und dabei geht es bei der FDP gerade richtig ab. Beim Showdown-Parteitag in Rostock, da gab es heute eine, ich muss schon sagen, bemerkenswerte Rede. Haben Sie es gesehen? Hier. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich. Was? Jetzt nicht mehr. Oh. Habe ich aber kurz Angst gekriegt, du. Der Guido, das kannst du nicht mit mir machen, ehrlich jetzt. Ich habe wirklich Schiss gehabt. Aber was war da los die letzten Tage bei den Freien Demokraten? Brutale Personalquerelen an allen Fronten. Und ich frage mich, wie hält er das bloß aus, der neue Mann? Der arme Philipp Rösler. Herr Rösler, wie ist denn der Stress in diesen Tagen? Es geht, alles gut. Mir geht's supi! Ja, das krankhafte Dauergrinsen hat natürlich Gründe, meine Damen und Herren. Philipp Rösler ist endlich das Gesundheitsministerium los, diese Mutter aller Arschkarten. Und er wird, und danach sieht alles aus, an diesem Wochenende Partei-Dings. Na? Parteifotzen, Philipp Rösler. Genau. Sein alter Traum, natürlich. Rösler wird endlich Parteifotzen. Und hier kommt, wie heißt nochmal das, was der Brüderle ab jetzt machen muss? Er darf, meine ich. Wir werden jetzt auch eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Fraktionsfotzen haben, mit Rainer Brüderle. Exakt. Ja, ist doch gut zu wissen, oder nicht? Exakt. Mit dem neuen Fraktionsfütze. Sie merken, bei der neuen FDP haben die immer gleichen Flitzpiepen einfach mal die Stühle getauscht unter dem aktuellen Parteimotto mitfühlender Liberalismus. Was heißt das in der Praxis? Nehmen wir einfach mal den Fall Birgit Homburger. Birgit Homburger ist noch ein Begriff, oder? Ja, das ist die ehemalige Fraktionsfützin. Ja, wegen ihrer durchdringenden Stimme auch liebevoll das Martinshorn der FDP genannt. Die hat diese Woche wirklich schmerzhaft lernen müssen, wie mitfühlender Liberalismus funktioniert. Eiskalt abgesägt vom kleinen Herrn Rösler. Hier, exklusive Bilder. Mann, du. Das ist nicht schön. Ehrlich. Wie mit dieser schrecklichen Frau umgegangen wird. Schrecklich, wie mit dieser Frau umgegangen wird, meine ich. Ich sag Ihnen, das ist nur eine Zwischenstufe. Bald ist die ganz weg. Das ist wie unter Stalin. Ne? Menschen verschwinden aus dieser Partei. Hier, die Homburger wurde ja schon aus allen wichtigen Parteifotos rausretuschiert. Ja. Und alles, was auch nur im geringsten an ihren Namen erinnert, alles wird ausgelöscht. Wirklich. Bad Homburg heißt bald nur noch Bad. Arme Frau Homburger. Komm, Brüderle, heuchel mal eine Runde. Wir marschieren jetzt gemeinsam in eine bessere Entwicklung hinein. Da gehört Birgit Homburg ohne Frage dazu. Homburger heißt die! Eine halbe Stunde, nachdem er sie rausgemobbt hat, weiß er schon nicht mal mehr den Namen. Stellen Sie sich das nur mal vor. Es würde die FDP nicht geben.
Entschuldigung, ich habe mich kurz gehen lassen, meine Damen und Herren. Und das Tischfeuerwerk war ein voller Erfolg, finde ich. Müsste nachher noch kurz mit dem Requisiteur sprechen. Völlig zu Recht und alles andere als unerwartet, nach langem Sichtum ging sie von uns. Die FDP. Eine moderne Partei. Immer offen für häufig wechselnden Koalitionsverkehr. Bei großen Staatsmännern, deren Entscheidungen mal gut überlegt. Hoch auf dem gelben Wagen. Und mal weniger gut überlegt waren. Das heute Ihre Ausreise. Doch ein tragischer Zwischenfall. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Riss sie viel zu spät aus ihrem noch viel zu jungen Leben. Die Trauerfeier fand bereits in einem sehr, sehr, sehr kleinen Kreis statt. Die anschließende Urnenbeisetzung ist dann für kommenden Sonntag in Berlin geplant. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Was geht? Alles gut. In Berlin müssen sich die jungen Liberalen schon als Bären verkleiden, um ihre Wahlflyer loszuwerden. Die FDP spielt hier im Wahlkampf um den Einzug ins Abgeordnetenhaus keine Rolle. Das ist riskant, muss ich sagen. Das ist riskant. Sich in einer Stadt, in der jedes zweite Kind eine Schusswaffe trägt, ausgerechnet als Bär zu verkleiden. Ich meine, geht's denn nicht auch ohne Kostüm? Darf ich Ihnen von der FDP ein paar Informationen geben? Nein, da gehen wir weg. Schade, geht nicht. Geht nicht. Er hat es versucht. Aber es ist natürlich auch kein Wunder, Frauen wittern eben Schwäche. Nur Erfolg macht sexy. Und ich sag mal so, nach diesen 1,8% in Berlin ist die FDP ungefähr noch so sexy wie Dirk Niebel im Stringtanga. Ne? Ich sag's Ihnen ehrlich, jetzt ist es soweit. Mir tun Sie leid, was die sich anhören müssen. Die Liberalen lösen sich langsam in Luft auf. Die FDP wurde krachend versenkt. Was für ein Absturz. Ungeordnete Insolvenz. Grandios gescheitert. Regelrecht zerbröselt. Immer dieses Nachtreten. Mann, ehrlich jetzt. Auf allen Sendern. Ständig dieses Nachtreten, wie in der Berliner U-Bahn. Ist doch furchtbar. Dabei kann man doch selbst 1,8% positiv verpacken. Wenn man die richtigen Medikamente nimmt. Das Potenzial ist da, man muss noch weiter fleißig arbeiten, nach oben ausbaufähig. Völlig richtig. Nein, hat er recht. Er hat ja recht. Das Potenzial ist nach oben ausbaufähig. Nach unten ist allerdings auch kein Platz mehr. Heute gab es Rückschläge in Sachen Ökumene, rege ich mich auch wieder viele drüber auf. Sehen wir es doch alles mal ein bisschen entspannter. Allein letztes Jahr, wir haben noch mal nachgerechnet, sind 181.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das ist quasi die FDP unter den Religionen. Ne? Und sie schalten neuerdings gern zusammen Atomkraftwerke ab. Überzeugung oder doch Last-Minute-Panik vor dem Wahlsonntag? Letzteres, das soll Rainer Brüderle vor Wirtschaftsbossen ausgeplaudert haben. Der Rainer. Ja, war wahrscheinlich unterzuckert. Wenn's denn wirklich so war. Nein, Sie haben ein Protokoll zitiert, von dem der BDI inzwischen erklärt hat, dass meine Ausführungen falsch wiedergegeben worden sind. Ja, die Protokollantin hat sich das alles ausgedacht. Und danach hat der Hund das Protokoll gefressen. Ja, kann doch sein. Außerdem wird der Brüderle total oft falsch verstanden. Weil es auch echt schwer ist, ihn richtig zu verstehen. Ja, oder verstehen Sie das hier? Mit der absoluten Mehrheit steigt im proportionalen Maße die Arroganz der absoluten Mehrheit. Die Menschen, den Nürburgring, wie der Modelleisenbahn.
Schlosshotels werden hinzugefügt. Das sind Abläufe, die sind nicht in Ordnung. Ein erfolgreiches Land, es braucht am 27. März eine andere, bessere Regierung. Sehen Sie? Ja. Ja. Was wir da gerade gehört haben. Dieser lustige Konsonantensalat kann alles Mögliche bedeuten. Ne, von war nur Wahlkampf bis hin zu Zicke-Zacke-Hühnerkacke. Müßig darüber nachzugrübeln für uns Sterbliche. Trotzdem, hat Rainer Brüderle im kleinen Kreis versehentlich die Wahrheit gesprochen oder hat ihn jemand falsch zitiert? Ich bin, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, gespannt, ob Sie den Westerwelle bei diesem Parteitag in Rostock nicht auch noch verschwinden lassen. Obwohl er jetzt neuerdings so zu Kreuze kriecht. Hier. Ich bedauere jeden Fehler, den ich gemacht habe. Ich entschuldige mich für jeden Fehler, den ich gemacht habe. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir in den letzten 10 Jahren weit mehr richtig gemacht als falsch. Interessante Theorie, lässt sich auch relativ leicht überprüfen. Hier habe ich mal aufgeschrieben, was Sie in den letzten Jahren alles richtig gemacht haben. Und auf separaten Notizen, was Sie alles falsch gemacht haben. Ach, sagen wir unentschieden. Ich habe ihn ja hier, den Trojaner. Der war ja, das wissen Sie vielleicht, in der aktuellen Ausgabe von Yps, das Gimmick. Ja, zusammen mit der Spion-Sonnenbrille mit Rückspiegel. Sehr cool, sehr cool. Aber das Allercoolste an dem Programm ist ja, ich kann jetzt an anderen Computern, an fremden Computern, die Webcam aktivieren. Das heißt, ich habe dann eine astreine Raumüberwachung. Wissen Sie was? Ich überrasche jetzt einfach mal den Kollegen Ulrich von Hesen. Warte mal, das wird super. So, wo ist er denn? Ah, da ist ja schon mal sein Schlafzimmer. Sehr geschmackvoll. Ulrich, sind Sie zu Hause? Hallo? Welke? Sind Sie das? Ja. Ach du Scheiße. Ja, da staunen Sie was, Ulrich. Ich habe einen Bundestrojaner auf Ihren Laptop gepackt. Aha, ja, von mir aus. Muss ich jetzt den ganzen Abend Ihre Riesenrübe angucken. Welche Albträume. Nein, Ulrich, der Albtraum ist, wie der Staat uns ausspähen und überwachen kann. Ja, das ist eine ganz schlimme Sache. Regen sich aber nur Leute drüber auf, die was zu verbergen haben, ja? Und ich habe nichts zu verbergen. Ja, ich wünschte, Sie würden mal was verbergen, Ulrich, ehrlich gesagt. Wenn das so ist, gehe ich einfach mal in Ihren Facebook-Account. Sekunde. Nur zu, viel Spaß. Ne? Und dann gehe ich mal auf Ihr Profil. Ja, können Sie so ruhig machen. Und da trage ich jetzt mal Ihr wirkliches Geburtsdatum ein. Was? Ja. Das können Sie doch nicht machen, Welke. Bitte nicht, bitte nicht. So, 18. April 1913. Und dann schreibe ich noch, warte mal, Mitglied in der FDP. So, jetzt wird's kriminell. Sie hören von meinem Anwalt. Ist klar. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Was glauben Sie, ist kaputter? Die Costa Concordia, das Amt des Bundespräsidenten oder die FDP? Also ich glaube die FDP. Und dann kommt der Bundespräsident. Sind Sie auch manchmal niedergeschlagen, lustlos oder schämen sich für Ihren Bundespräsidenten? Ja? Völlig zu Unrecht, meint Dirk Niebel, denn... Wir Deutschen sind laut BBC zurzeit das beliebteste Volk der Erde. Echt jetzt? Wir? Die beliebtesten? Warum? Weil wir Guido Westerwelle in dieser Regierung haben. Natürlich! Das ist doch klar! Man liebt uns wegen Guido Westerwelle. Ja, da hätte ich aber auch selber drauf kommen können, wirklich. Ja, Sie haben richtig gehört. Das ist die neue FDP 2012. Und die hat ganz neue und für mich persönlich ziemlich überraschende Vorbilder. Ich finde, in den Worten Mahatma Gandhis die Motivation, unseren liberalen Weg weiterzugehen. Er sagte, erst ignorieren sie dich, dann machen sie dich lächerlich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Ja. Bis auf das mit dem Gewinnen stimmt's ja sogar. Gandhi. Wenn ich mir das exakte Gegenteil von Gandhi vorstellen sollte, das würde aussehen wie Dirk Niebel, meine Damen und Herren. Aber Moment mal, das muss natürlich anders heißen. Ja? Jetzt stimmt's.
Wenn wir schon zitieren, dann richtig. Ja, und Niebel ist interessanterweise nicht der Einzige, der sich in seiner Not in Spirituelle flüchtet. Es gibt auf der Welt nur zwei Organisationen, die Erfahrung haben mit der Wiederauferstehung. Die katholische Kirche und die Freie Demokratische Partei. Ja, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum Sie da lachen, meine Damen und Herren. Ich habe da ernsthaft drüber nachgedacht. Wer weiß, vielleicht hat Gott uns die FDP nur auf die Erde geschickt, um uns zu prüfen. Aber hören wir doch bitte mal den Wirtschaftsminister. Der Aufschwung ist da und das mit voller Kraft. Wir erwarten für dieses Jahr ein sattes Wachstum von real 3,4%. Wahnsinn! 3,4%! Tja, das ist exakt der Wert, den die FDP in der letzten Umfrage hatte, meine Damen und Herren. Wir sind die Besten! Deutschland! Deutschland! Obwohl, nee, warte mal. Ich habe zwar gerade gesagt Deutschland, Deutschland, aber ich glaube, es heißt gar nicht mehr Deutschland, oder? Deutschland ist Aufschwungland. Aufschwungland! Aufschwungland! Aber kein Wunder, dass dem Brüderle im Moment die Sonne aus dem Arsch scheint. Ja, der Mann feiert seit letzter Woche quasi eine Dauerparty. Und alle! Der tolle Aufschwung geht weiter, der Rainer hat Durst, der Rainer hat Durst, der Rainer hat Durst. Ah, und nicht vergessen, der Heidi von hinten an die Schulter fassen. Ja, der Rainer, die alte Stimmungskanone. Trotzdem. Irgendwas ist komisch mit Brüderle. Kann ich ihn bitte noch einmal hören? Sparen ist eigentlich, wenn man Geld hat und einen Teil davon nicht ausgibt. Ich sage, beim Staat ist Sparen, wenn man Geld, das man nicht hat, nicht ausgibt. Fällt Ihnen was auf? Fällt Ihnen was auf? Man versteht ihn auf einmal. Also jetzt nicht inhaltlich natürlich, aber von der Aussprache. Dieser Aufschwung scheint ihm ganz gut zu bekommen. Oder war das gerade doch nur eine Art Glückstreffer? Los, Rainer, sag noch mal was. Dass es nicht zu einer Back-of-my-neighbor-Policy kommt. Nochmal bitte. Dass es nicht zu einer Back-of-my-neighbor-Policy kommt. Also ich habe verstanden, Backs an der Leberpolitik. Okay. Das kann es ja nicht gewesen sein. Das kann es ja nicht gewesen sein. Gut, eine Chance hast du noch, alter Silbenverschlucker. Den fleißigen Menschen in unser Land gehört der Boom. Den fleischigen Menschen in unserem Land gehört der Bub? Keine Ahnung. Fakt ist, das ist der Brüderle, den ich kenne. Und der freut sich halt über den Aufschwung. Zu Recht. Wer erinnert sich zum Beispiel noch an diesen jungen Mann? Daniel Babyface Barr. Der circa 16 Jahre alte Berufsschüler gibt sich immer wieder erfolglos als Gesundheitsminister aus, arbeitet aber in Wirklichkeit als knallharter Geldeintreiber für Apotheker, Ärzte und die Pharma-Lobby. Ja, das stimmt leider. Die Krankenkassen haben gerade einen Überschuss von 3,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Geld könnte man prima den Versicherten zurückzahlen. Ja, das könnte man, wenn man blöd wäre. Aber der Barr verteilt die Kohle lieber an seine Lobbyfreunde. Die FDP kann im Moment kaum fassen, dass sie sich bei einer Frage mal aus Versehen durchgesetzt hat. Und Philipp Rösler ist jetzt ganz offiziell wahnsinnig geworden. Denn die Frage, ob Sie auf Toilette müssen oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob Sie stehen oder sitzen. Sie können sitzen bleiben. Sondern hängt einzig und allein damit zusammen, wie viel Kaffee Sie trinken. Ja, jetzt mal ehrlich. Muss man sich langsam ernsthaft Sorgen machen? Fragen wir dazu unsere Expertin für Parteiengesundheit, Dr. Tina Hausten, die Ärztin, der die Parteien vertrauen. Dr. Tina, sind die Liberalen wahnsinnig geworden? Nein, Oliver, keine Angst. Die FDP befindet sich aktuell in Phase 3. Ja, Phase 3 von was? Haben Sie denn gar nicht mein neues Ratgeberbuch über die FDP gelesen? Es heißt, sorge dich nicht, sterbe. Darin erkläre ich
auf sehr unterhaltsame Weise die drei Phasen des Parteiensterbens. Der FDP geht es gerade nicht so gut, aber sterben... Dann lassen Sie es mich so formulieren, das Thomas-Dehler-Haus wird in Berlin nur noch das Hospiz genannt. Ja, Oliver, Sie müssen sich das als Laie so vorstellen, wenn eine Partei erfährt, dass ihr politisches Ableben unmittelbar bevorsteht, dann durchläuft sie verschiedene emotionale Phasen. Phase 1, das nicht wahrhaben wollen. Ja, Verleugnung. In dieser Phase war die FDP vor etwa einem Jahr. Herr Rösler, wie ist denn der Stress in diesen Tagen? Oh, es geht. Alles gut. Ja, das ist schon ein bisschen deprimierend. Und zu dem Zeitpunkt waren die als Partei quasi schon nicht mehr zu retten, ja? Nein, Oliver. Die haben sich zwar noch in einer Notoperation einen gutartigen Westerwelle entfernen lassen und einen Rösler angenäht, aber das war alles zu spät. Es folgte Phase 2, die Depression. Tiefe Resignation. Ja, der Parteienkörper kann einfach nicht mehr. Ich habe da kein gutes Gefühl. An dieser Stelle muss ich ausdrücklich sagen, bin ich nicht zufrieden. Jetzt kommen wir aber zur Innenpolitik. Also da finde ich alles nicht so schön. Schlimm, dass Sie klatschen. Es ist wirklich schlimm, dass Sie da klatschen. Es ist mich zieht das wirklich persönlich runter, eine Partei so leiden zu sehen. Können die nicht einfach in die Schweiz fahren und Sie wissen schon. Das ist leider verboten. Aber gut, lange dauert das Elend ja eh nicht mehr. Die FDP ist ja längst in Phase 3. Das letzte Aufbäumen. Man steckt seine Restenergie in völlig überflüssige Aktionen wie das Durchdrücken von Bundespräsidenten und verfällt schließlich dem nackten Wahnsinn. Und wenn man uns droht, habe ich ja von Ihnen gelernt, lassen wir uns davon nicht einschüchtern, sondern werden nur noch größer. Boah. Noch größer? Und die sind ja schon bei 3%. Ja? Mal ganz ehrlich, Dr. Thiener, es hören ja kaum FDP-Mitglieder zu. Wie lange haben die noch Ihrer Meinung nach? Tja, ich schätze höchstens noch 1 bis 2 Landtagswahlen. Hm. Oh, es sei denn, Rösler geht noch mal zu Lanz. Dann kann es im Grunde morgen vorbei sein. Danke für Ihre Ehrlichkeit, Dr. Thiener Hausten, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Die siechende FDP macht ja in ihrem Siechtum gerade auch ein paar lustige Sachen. Der Bundestagsabgeordnete der FDP, Joachim Günther zum Beispiel, hat seine Partei vor kurzem zu einem Medienboykott aufgerufen. Auf seiner Homepage hieß es, ich zitiere, die Medien mit linksgrüner Hysterieberichterstattung werden immer mehr zur ersten Gewalt im Staat. Stellen wir uns als Liberale an die Spitze einer Bewegung, die das Positive wieder mehr in den Vordergrund rückt. Hört, hört. Aber wer ist dieser mutige Abgeordnete? Um das herauszufinden, haben wir ihm unseren linksgrünen Hysteriebeauftragten Martin Sonneborn ins Büro geschickt. Denn, ich sag mal, Medienboykott heißt ja noch lange nicht, dass man keine Interviews mehr gibt. So, erstmal müssen wir Bild und Ton einrichten. Herr Günther, eine Sekunde. Das kann ich noch ein bisschen. So. Herr Günther, was sind positive Botschaften für die FDP, die man derzeit in die Medien bringen könnte? Dass wir kontinuierlich versuchen, im Sachbereich voranzukommen. In meinem Bereich, ich bin in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit tätig, ist uns die größte Vorfeldorganisation im BMZ-Bereich gelungen seit 50 Jahren. Das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Was Ihnen ist gelungen, eine Vorfeldorganisation zusammenzufassen? Ja, das kann man so sagen. Es gab bisher sehr viele einzelne Organisationen, die für Deutschland in der Welt tätig waren. Da kam es zu Situationen, dass zum Beispiel in China sich zwei voneinander unabhängige Organisationen getroffen haben und in einem Abstand von wenigen Kilometern einen Brunnen gebohrt haben. Also wird jetzt statt zwei Brunnen in China nur noch ein Brunnen gebohrt? Nein, einer. Aber ist nicht ein Brunnen dann auch nur die Hälfte von zwei Brunnen, die früher gebohrt worden wären? Nein, wenn zwei Brunnen genauso gebohrt werden mit einem Bohrgerät, was nur 5 Kilometer weitergesetzt wird, dann ist das eine Top-Erleichterung. Und ist das jetzt ein FDP-Verdienst, diese Vorfeldorganisation, die sich dafür einsetzt, dass nur noch ein Brunnen gebohrt wird, wo früher zwei parallel gebohrt worden sind?
Ja, ich würde ganz klar sagen, dass unter der Leitung von Dirk Niebel im Ministerium wesentliche Fortschritte in diesem Gebiet erreicht wurden. Sie denken an die Vorfeldorganisation. Ich denke an die Vorfeldorganisation. Ja, das haben Sie jetzt der Tonfrau sehr schön gesagt. Können Sie das nochmal in die Kamera, so dass auch der Zuschauer angesprochen wird? Ups. So ist es, oder? Oder ist es ein Seiten? Ist es ein? Okay. Ist kein Mittelscheitel, oder? Die Vorfeldorganisation, warum ist das kein Thema, das man dem Bürger näher bringen kann? Ist das zu komplex für den Bürger? Nein, das ist nicht zu komplex, aber der Bürger spürt davon relativ wenig. Wie könnte man auch diese FDP-Erfolge besser vermitteln in den Medien? Davon liest man auch in den Zeitungen, aber davon liest man eben 10 Zeilen. Und könnte man so ein Vorfeld-Dings nicht auch in Deutschland machen? Nein. Herr Günther, wie viel Prozent könnte die FDP haben, wenn die Medien Sie nicht wie einen räudigen Hund durch die Titelseiten der Zeitungen hetzen würden? Wenn wir uns selbst wieder aufraffen, wenn wir das Positive nach außen stellen, bin ich optimistisch, dass wir zwischen 7 und 8% in nächster Zeit wieder landen werden. Und das wird ein Ziel sein, das wir angehen. Herr Günther, wir bedanken uns vielmals für dieses Gespräch. Gerne geschehen. Martin Sonneborn, meine Damen und Herren, berichtet über einen Medien-Boykottversuch. Hannelore Kraft und ihre wunderschöne rot-grüne Schuldenfabrik mutwillig zerstört. Tja, jetzt gibt's Neuwahlen, ne? Oh nein, die arme FDP! Das ist für uns eine Riesenchance. Alle drei Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen können ihren Beitrag zur Renaissance der FDP leisten. Ja, wenn man jetzt nur noch das Wort Renaissance durch das Wort Beerdigung ersetzt, dann wird das sogar ein halbwegs vernünftiger deutscher Satz, meine Damen und Herren. Die FDP liegt in NRW aktuell, und das sind die optimistischen Schätzungen, bei 2%. Was machen die da? Sind das Lemminge oder was? Tatsache. Übrigens haben die ja, das fand ich am lustigsten, nicht mal aus Überzeugung diesen Haushalt platzen lassen, sondern aus, wie heißt nochmal das andere Wort? Doofheit, genau. Versehentlich. Und das kam natürlich riesig an bei der Basis. Ein müdes Klopfen nur. Für richtigen Beifall reichte es am Abend bei der erschöpften FDP-Basis hier in Köln anscheinend nicht mehr. Oje, oje. Leute, das habe ich nicht verstanden. Wieso denn? Oh je, es gibt doch Grund zur Hoffnung. Christian Lindner wird Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen. Kennen Sie den noch, Christian Lindner? Ja, der hat doch bei seiner, man muss schon sagen, panikartigen Fahnenflucht im Dezember diese wirklich extrem bewegende Abschiedsrede gehalten. Auf Wiedersehen. Ja. Und jetzt zeigen wir Ihnen schon mal die Rede, die Lindner am NRW-Wahlabend nach der ersten Hochrechnung halten wird. Auf Wiedersehen. Christian, das Gesicht zum Himmelfahrtskommando Lindner, meine Damen und Herren. Wenn die Prognosen stimmen. Der Superwahlfrühling 2012. Wenigstens hat er nur klein gemacht. So, aber jetzt kommen wir natürlich zur wichtigsten Frage dieses Superwahlfrühlings. Stellt man der FDP bald die Geräte ab, meine Damen und Herren? Oder gibt es doch noch Hoffnung? Immerhin ist Christian Lindner doch jetzt wieder mit an Bord. Ich sage Ihnen, der könnte die Wende bringen in diesem maroden Laden. Lindner, was ist denn Ihr Wahlziel in Prozent? Haben Sie eine Zahl? Bitte was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ihr Wahlziel in Prozent. Wir sind davon weg, unsere Wahlziele jetzt in Ziffern zu messen. Ja, da sind wir ganz weg von. Da sind wir ganz weg von. Ja, nee, hör bloß auf, du. Ja, nee, die Sache mit den Ziffern hat sich für die FDP einfach nicht bewährt. Wir messen jetzt nur noch in Parteiaustritten pro Minute. Also eigentlich darf man sich natürlich von diesen Medien-Miesepetern auch nicht mehr so runterziehen lassen, sage ich. Mensch, drei schwere Landtagswahlen vor der Brust und nirgendwo sieht's wirklich gut aus. Ja, man muss aber kämpfen. Und in Nordrhein-Westfalen war die... Aber das machen Sie doch schon lange.
Ja, aber wir wollen es mit mehr Erfolg machen jetzt wieder. Ach so! Ab jetzt mit Erfolg, ja. Das wäre mal was anderes, ne? Damit rechnet die Konkurrenz nicht mehr. Spätestens in Nordrhein-Westfalen, liebe Zuschauer, entscheidet sich das Schicksal unserer FDP. Da kann man, meine ich, nicht einfach nur dabei sitzen und glotzen, wie bei einem Verkehrsunfall. Da muss man helfen, meint auch der Kollege Martin Sonneborn. Die FDP am Abgrund. Wenn wir nicht wollen, dass die gelb-blaue Zwergpartei für immer aus der politischen Landschaft verschwindet, dann müssen wir jetzt helfen. Wir sind von der FDP. Wir brauchen Ihre Stimme. Sind Sie kein Demokrat? Doch, wir sind demokratisch. Ah, würden Sie uns wählen? Einfach nur aus Scheiß? Einfach aus Scheiß? Ja? Nö, das nicht. Nicht mal das. Wenn wir jetzt nicht auf die Wahlzetteln kommen, sind wir nie wieder auf den Wahlzetteln in Deutschland. Das ist doch besser so. Ist nicht schlimm. Sie haben auch eine Verantwortung dem Rest des Landes gegenüber. Sie Piraten. Ja. Schreiben Sie doch um. Ich gehe wählen, aber nicht die FDP. Da ist für mich kein Thema mehr. Schade. Ihr habt es verbuddelt. Ihr habt selber Schuld. Was haben wir denn gemacht? Ja, nicht eben nichts. Er hat vergeigt. Weckt er keine Beschützerinstinkte in Ihnen? Nee. Der ist ganz klein, kleiner als Sie. Ja, weiß ich. Weiß ich. Ich kenne noch kleinere. Ein Hummel ist noch viel kleiner. Und die sind auch am Aussterben. Wir haben 25 Hummelarten in Europa. Sind die Hummeln wichtiger als die FDP? Nein, aber die hören dazu. Aber die FDP stirbt auch aus. Ach, das ist nicht schlimm. Können Sie sich ein Land ohne FDP vorstellen? Ja. Können Sie der Totengräber der Liberalität in Deutschland werden? Nee. Ich bitte Sie, ich gehe vor Ihnen auf die Knie. Wählen Sie. Sie machen Ihre Sache gut. Wählen Sie uns. Wählen Sie uns. Nein. Sein Gericht sein. Warum verachten uns alle so? Weiß ich nicht. An der Politik, die Sie machen? Also ist sie nicht glaubwürdig genug? Politik machen andere auch. Ja schon, aber Politik. Ihre ist vielleicht nicht glaubwürdig genug. Wir haben doch gar keine Inhalte. Wie sollen die denn glaubwürdig sein? Wenn Sie in Ihre Stimme geben würden, könnten Sie sich eine von den drei Uhren hier aussuchen. Nee, ich arbeite im Einkauf und bin unbestechlich. Echt? Nicht mal mehr Leute wie Sie? Nee, genau, nicht mal mehr Leute wie ich. Das gibt's doch nicht. Genau, nee, geht nicht mehr. Nein, der geht gar nicht. Aber wenn da mal wieder ein anderer Vogel ist, das sage ich ganz... Vogel? Vogel. Ja, nee, Vogel ist eine andere Partei. Ich sag, wenn da wieder ein anderer Vogel ist, dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Aber der Mann geht nicht. Also. Ja, ich hab das gelesen. Ja. Wir bitten um Hilfe. Ja, ich weiß das, aber es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts geben, ich kann auch nichts unterschreiben. Nein, wir wollen nur, dass Sie uns wählen, FDP. Ich will, ja. Wählen Sie FDP? FDP, ja. Super. Ja, nee, sowieso, schon immer. Ja, klar, immer. Was auch sonst. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der letzte FDP-Wähler von Deutschland. Ja. Das war der letzte FDP-Wähler von ganz Deutschland. Wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Passen Sie auf sich auf. Martin Sonneborn berichtet über das rätselhafte Hummelsterben. Ja, ich weiß, wir haben in dieser Sendung den Hang, etwas zu oft über die FDP zu sprechen. Das weiß ich. Und diese Woche wollten wir auch wirklich nicht, ich schwöre. Aber dann kam diese Zahl. Das ist 1,2%. Das ist ein weiterer Tiefpunkt. Aber jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Draufhauen. Die Heute-Show kann es sich nicht leisten, die FDP zu verlieren, meine Damen und Herren. Und selbst so eine Zahl, die kann man doch positiv verkaufen. Warte mal, Moment. Sekunde. Siehste? Das ist doch gar nicht so wenig. Das wird doch, das ist der Lindner-Effekt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ui! Das wollte ich nicht. Sehen wir es doch einfach mal so. Ab jetzt kann es doch nur noch bergauf gehen mit denen. Die FDP ist jetzt im Grunde, ja, so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Stunde Null. Ja, klar. Ja, und Rösler und Lindner sind die Trümmerfrauen. Ja. Andere Parteien schicken Care-Pakete mit WLAN drin. Alles wie damals. Und Leute, vergesst doch mal das Saarland, ne?
Es muss auch mal Schluss sein, sage ich, mit diesem ganzen hämischen Katastrophenjournalismus. Ja, da hat sich eine Partei zerlegt. Beinahe Totalverlust. Fast nicht mehr messbar. 1,2% noch hinter der Familienpartei. Die Hochrechnung jetzt im Moment, Hochrechnung zu nennen, ist auch ein schwieriges Wort. Gibt es irgendwo einen Schimmer Hoffnung? Ja, man sucht den Falscher. Also in der ehemaligen Möllemann-Partei bin ich mit Fallschirmmetaphern immer sehr vorsichtig. Nach vorne gucken ist jetzt das Motto, nach vorne. Die FDP muss sich endlich wieder beliebt machen bei den Menschen. Ihre Herzen gewinnen, ne? So! Was? Sag mal, FDP, wollt ihr, dass man euch scheiße findet, oder was? Schubst doch gleich kleine Kinder von der Schaukel. Mann! Ja, immerhin hilft der Rösler den Schleckerfrauen. Und zwar mit voll guten Ratschlägen. Jetzt gilt es für die Beschäftigten, die mehr als 10.000 vornehmlich Frauen, alleinziehende Mütter und auch ältere Frauen, schnellstmöglich eine Anschlussverwendung selber zu finden. Wow! Ja! Genau so tröstet man Frauen, die gerade ihren Job verloren haben. Hey, sucht euch doch einfach eine neue Arbeit. Ne? Der Rösler kann sich bald selber einen neuen Job suchen, wenn Sie mich fragen. Der Einzige, der in dem Laden bleiben muss, meine persönliche Meinung, ist Patrick Döring. Kennen Sie den? Der neue, relativ neue Generalsekretär. Hochtalentiert. Sie haben auch mit großem Talent Versicherungen verkauft. Es war eine spannende Zeit, eine ganz exotische Idee. Deutschlands erste Krankenkasse für Hunde und Katzen. Ja. Ja, ja. Ja, wirklich. Er hat Versicherungen für Tiere verkauft. Ja, seine Spezialität war übrigens die Wasserschadenversicherung für Goldfische. Doch eins muss man der FDP ja lassen. Die sind nicht tot zu kriegen. Ne? Wie Silberfische im Badezimmer. Du kriegst sie nicht weg. Ne? Bundesweit wieder bei 5% diese Woche. Und das trotz all der Miesmacher in den Medien. Ob die FDP es tatsächlich schafft, wieder in den Landtag einzuziehen und ob sie dann ein Wörtchen mitzureden haben Drücken im Parlament. Drücken Sie uns die Daumen. Naja. Naja, ich bin doch nicht blöd. Frau Hayali. Also gut. Was die FDP angeht, muss man ja grundsätzlich immer unterscheiden. Ist ganz wichtig. Zwischen gut gemachter Häme, das ist das, was wir hier jede Woche machen, und ekliger Häme. Das klingt dann so. Philipp Rösler, Guido Westerwelle, Rainer Brüderle werden alle in diesem Wahlkampf mithelfen. Ich freue mich darüber, dass die auch mit uns was tun sollen. Und darf ich mir was wünschen? Ja. Sollen die alle machen und dann mit 4,8% nach Hause gehen? Das wäre das bestmögliche Ergebnis. Sehr sympathisch, Frau Nahles. Ja, aber das ist eigentlich... Und ich fände es auch lustig, wenn Sie auf dem Weg zum Wahllokal stolpern und wenn Sie dann gerade wieder hochkommen, werden Sie vom Bus überfahren. Nichts macht so sexy wie Schadenfreude, meine Damen und Herren. Der Lindner hat allerdings ganz andere Sorgen. Seine Plakate hier in Nordrhein-Westfalen werden zum Teil ganz ungünstig platziert. Haben Sie mal gesehen? Hurra, der Kasper kommt. Direkt neben dem zu hängen, hat ihn bestimmt ein bisschen geärgert. Ne? Also den Kasper meine ich jetzt. Morgen geht die Welt unter. Und wenn sie nicht morgen untergeht, dann geht sie übermorgen unter. Und wenn nicht übermorgen, dann überübermorgen. Ja, das ist das alte Lutherwort, das mir da in den Sinn kommt. Ja. Wie bei Luther. Ne? Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch nicht die FDP wählen. Hier, damit werben die Liberalen in Nordrhein-Westfalen lieber neue Wahlen als neue Schulden. Sie bleiben zu Recht still, erstmal gar nicht lustig. Aber wenn man weiß, dass die NRW-FDP so pleite ist, dass sie für diese Kampagne einen Kredit aufnehmen musste, dann wird's plötzlich komisch. Der Rösler, voll aggro da beim Parteitag. Ich frage mich, warum betont er nicht mal lieber, was die FDP zuletzt alles gut gemacht hat? Okay, da fällt mir jetzt auch nichts ein, aber man kann sich ja irgendeinen Scheiß ausdenken. 41 Millionen Beschäftigte gab's doch nie in Deutschland. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht.
Die Reallöhne steigen zum ersten Mal seit Jahren wieder in Deutschland. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Aussetzung der Wehrpflicht. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Das Klo verstopft. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Die FDP bundesweit unter 5% gedrückt. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Allerdings haben wir das gemacht. Wie lange? Ah, glaube ich nicht. Das hat die FDP schon selber gemacht. Ich frage mich gerade. Ich überlege gerade, wie lange läuft das eigentlich noch, das Praktikum von dem Rösler? Ich habe ja das leise Gefühl, er ist schon so ein bisschen isoliert in dem Verein. Vielleicht täusche ich mich auch, gucken Sie mal. Na? Ja, dafür hat er das neue Leitwort der FDP verkündet. Wachstum. Hui, ja, total mutig. Ne? Wachstum fordert ja sonst keiner. Das ist die neue FDP, Freunde. Die hat auf alles eine Antwort. Sogar auf den Erfolg der Piraten. Ich habe vorhin gelesen, was ist der Unterschied zwischen Piraten und FDP? Es wären 7%. Ja, so what? Ja, so what? Das ist der Spirit FDP. Wäre übrigens auch ein astreines Wahlplakat. FDP, so what, meine Damen und Herren. Ne? Leute, ob wir jetzt mit 3 oder mit 4% aus den Landtagen fliegen, so what? Ne? Meine Frau hat mich verlassen, mein Haus brennt, so what? Ne? Ansonsten wollen sie offensichtlich nicht mehr die kalte FDP von früher sein, sondern sich um Menschen kümmern. Lutz van der Horst war für uns in Karlsruhe mittendrin und hat sich tatsächlich Sorgen gemacht. Vor allem um seinen Job. Hallo Olli. Heute geht es ums nackte Überleben. Und zwar um meins. Denn machen wir uns nichts vor, ohne FDP wird es auch keine Heute-Show mehr geben. Ich muss die retten. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. Wir müssen ja in diesen Tagen zusammenhalten, weil... Sie mit mir. Ja, das, weil keine FDP heißt auch keine Heute-Show. Ja, schade eigentlich für Sie, ne? Ja. Ja, zumindest müssen Sie sich was ganz Neues ausdenken, weil die gesamte Humormechanik beruht ja nur auf der FDP. Absolut. Was ist an dem Gerücht dran, dass Sie am Wochenende einen Punsch vorbereiten wollen? Das ist gar nichts dran. Die FDP braucht einen neuen starken Mann, ich sehe Sie da. Aha. Das wäre eine Perspektive, aber da würde ich sagen... Mitfühlender Liberalismus. Können Sie mir kurz mal zeigen, wie das aussieht mit einer Geste? Soll ich Ihnen das zeigen? Kommen Sie her. Danke. Ist aber nicht Pflicht, wenn es in der Partei nicht gesetzt ist. Auch ich knutsche jetzt noch ein paar andere. Der Kubicki hat mir ein Küsschen gegeben. Ach so, wollen Sie auch eins? Warum denn? Ach, ich überlasse das dem Kubicki. Ja, gut. Wenn Sie eine Frau wären, ja. Okay. Die war ich früher mal, aber das gehört ja nicht hin. Fairness, Gerechtigkeit, Mitgefühl, das sind die neuen Schlagworte. Warum verleugnen Sie alles, wofür die FDP bisher stand? Sie sind mit Sicherheit von extra drei. Das ist aber schade, weil es der falsche Sender ist. Das ZDF macht das doch gar nicht. Na, das ist ja jetzt besonders schlau. Extra drei, das habe ich noch echt nicht nötig. Sie haben früher Katzen versichert. Wie fühlt sich das heute an, wo Sie etwas viel Unseriöseres machen müssen? Schauen Sie, ich lasse nicht zu, auch wenn die Idee etwas skurril ist, dass das verspottet wird. Aber und der FDP gehöre ich seit 1991 an, und zwar mit Freude. Ja. Ich wollte Sie nicht verspotten. Ist Ihnen aber gelungen. Entschuldigung, haben Sie irgendwo Philipp Rösler gesehen? Ja, eben hat er eine gute Rede gehalten. Ach so, oh, ja. Okay. Nee, weil ich muss unbedingt noch ein Abschiedsfoto mit dem machen. Ach so, ja. Weil beim nächsten Parteitag werde ich ihn ja kaum noch sehen. Wie kommen Sie darauf? Herr Lindner hat auch eine gute Rede gehalten. Ja. Wir lassen euch nicht hängen. Wir das finde ich nett. Aktiv weiter. Kopf hoch. Die FDP ist verlassen darauf, dass sie weitermacht. Ja, lassen Sie mich nicht im Stich. Herr Lindner, ich bräuchte Sie noch einmal ganz kurz für die Abmoderation. Können Sie noch einmal Ihren berühmtesten Satz sagen? Wer soll das sein? Welcher Auf Satz? Wiedersehen. Ach so. Ach nein, über jedes Stöpfchen springe ich auch nicht. Machen Sie es gut, Herr van der Horst. Okay. Ja Mensch, dann sag's ich halt. Auf Wiedersehen. Und damit zurück ins Studio. Die FDP lebt. Das ist die gute Nachricht. Lutz van der Horst, vielen Dank. Jetzt hatte sich seine CSU mit der CDU endlich auf einen recht faulen Kompromiss geeinigt, dabei aber tatsächlich irgendwie vergessen, dass sie ja noch einen Koalitionspartner haben. Einen ganz kleinen. Und der war fett beleidigt. Es freut uns, dass jetzt die Union weiß, was sie will. Die FDP war an diesem Einigungsprozess nicht beteiligt. Herr Döring,
Erstens, es ist immer gut, wenn die FDP nicht beteiligt ist. Und zweitens, hör auf zu heulen. Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich schon peinlich, dass die FDP einfach so vergessen. Das ist ja so, als ob, ich weiß nicht, als ob ein Ehepaar auf dem Rückweg von Ikea so nach 30 Kilometern merkt, ach du Scheiße, wir haben ja den Philipp im Bällebad vergessen. Fahren wir zurück? Och nö. Ja. Vergessen! Top 10 der Nebenverdiener im Bundestag, Platz 1, Peer, ich will mehr Steinbrück. Triumphgeheul natürlich bei Schwarz-Gelb, aber Platz 2 bis 10? Ja! Tja! Ausschließlich Politiker von Union und FDP. Ne. Heute aber, wo auch schwarz-gelbe Politiker aufgefordert sind, alles offenzulegen, verstummen die Liberalen. Nicht einmal der Parteichef will sich äußern. Nee, machen wir nicht. Ich bin auch kein Abgeordneter, deswegen. Ich bin kein Abgeordneter. Ich bin nur ein ganz kleiner Parteivorsitzender. Weißt du was, ich interessiere mich gar nicht für Politik. Das ist, ne? Außerdem meinten wir doch gar nicht Nebentätigkeiten allgemein. Wir meinten nur die vom Steinbrück. Ne? Es ist ja nicht irgendeine Heute-Show. Nein, es ist die Folge 100, die Jubiläumsausgabe. Ja. Ja, ich habe noch nichts gemacht. Ja. Ja. Die Zuschauer klatschen. Aber haben Sie mir ein Geschenk mitgebracht? Nein. Hier, gucken Sie mal. Die FDP, die hat uns extra zum Jubiläum einen Kuchen geschickt, meine Damen und Herren. Ist das nicht süß? Ist das süß? Selbstgemachte Geschenke sind immer die besten, meine Damen und Herren. Auf dem Weg zu diesem komischen Gipfel am Sonntag im Kanzleramt war ja am erbärmlichsten wirklich der Aufstand von Philipp Rösler letzte Woche. Ja, da wollte er mal kurz Widerstand gegen das Betreuungsgeld antäuschen, weil ihm ganz plötzlich aufgefallen ist, dass ja gar kein Geld da ist für dieses idiotische Wahlgeschenk. Ne? Denn eine Sache ist dem Philipp neuerdings total wichtig. Die FDP hat bei all den anstehenden Themen das Thema Haushaltskonsolidierung, das Thema Haushaltskonsolidierung weiter zu begleiten und auch eigene Vorschläge zu machen im Sinne von Haushaltskonsolidierung. Das bisschen Haushaltskonsolidierung macht sich von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushaltskonsolidierung kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Dein Mann hat keine Ahnung! Die FDP, das müssen Sie sich bitte mal aufschreiben, die FDP, die Partei, die es den Hotelbesitzer neulich noch vorne und hinten reingeschoben hat, entdeckt jetzt ihre Liebe zum soliden Haushalten. Kille, kille. Das Superwahljahr geht gleich gut los, denn in dieser Woche haben wir, ja, nicht weniger erlebt als eine politische Wiederauferstehung, meine Damen und Herren. Philipp Rösler ist wieder da, liebe Freunde. Ja! Alle Experten. Alle sogenannten Experten hatten den armen Mann schon abgeheftet unter B wie bald arbeitslos. Ne? Und dann kam der Triumph von Hannover. In Niedersachsen holt die FDP, ich wiederhole, die FDP. Sekunde, kommt gleich. 9,9%. 9,9%. Bei einer Wahl wohlgemerkt, ne? Nicht bei fünf. Die Liberalen, die sind quasi durchgedreht an dem Abend. Was heißt, dass wir im Landtag sind und vielleicht auch in der Regierungsverantwortung bleiben? Ich freue mich, also wirklich, es ist unfassbar, ich hätte damit nicht gerechnet. Das ist unfassbar, die Trottel haben uns gewählt. Die FDP, wie bescheuert kann man sein? Nee, mal ernsthaft, wer ist so bescheuert? Die hatten doch vorher total miese Umfragewerte. Das ist wie bei McDonald's und Dschungelcamp. Keiner will zugeben, dass das guckt oder hingeht. Und trotzdem haben sie Erfolg. Und bei der FDP ist auch so. Ich sage das seit Jahren. Ne? Die FDP ist exakt wie das Dschungelcamp. Also niveaulos und menschenverachtend. Nein! Nur Spaß, nur Spaß. Den Dschungel finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Ja.
Schön doof, FDP. Ne? Den Rösler werdet ihr jetzt nicht mehr los. Ne? Hätte ihn mal vor der Wahl abgesägt. Jetzt bleibt der Parteichef und der Brüderle wird dafür irgendwas anderes. Unser Gesicht für die Bundestagswahl 2013. Wie er zu Recht sagt, auch der Kopf, der dahinter steht. Herr Rösler, wenn Herr Brüderle Gesicht und Kopf der Partei ist, was sind dann Sie? Müsst ihr jetzt raten, der Arsch? Parteivorsitzender? Ja, ist ja fast dasselbe. Ne? Ja, Sie haben ganz richtig gehört, Rainer Brüderle. Rainer Brüderle ist ab sofort das frische, unverbrauchte Gesicht der FDP. Deshalb ab sofort nicht im Heute-Show-Fanshop die Original-Brüderle-Gesichtswurst, meine Damen und Herren. Vorsicht, kann Spuren von Alkohol enthalten. Dabei hätte unser Rainer, nenne ich ihn mal, am Montag den Vorsitz vom Rösler quasi handstreichartig übernehmen können. Wollte nicht, hat gekniffen. Und jetzt hat die Journalie offenbar jeden Respekt vorm Rainer verloren. Haben sich möglicherweise viele in ihm getäuscht und nicht daran gedacht, dass sie doch möglicherweise zu feige sind, um gegen den Parteivorsitzenden anzutreten? Also, erstens mal. Also, erstens mal haue ich dir gleich einen in die Fresse. Und zweitens, ja, ich bin zu feige. Ja, er hätte Parteichef sein können. Ne? Rösler hat ihm am Montag in einem geschickten Manöver den Parteivorsitz angeboten. Wollte nicht. Er hätte Chef sein können. Jetzt ist er Gesicht. Was ist das denn für ein Beruf? Ne? Im Emsland ist das ein Schimpfwort. Ey, du Gesicht. Ne? Also da plant der Brüderle mit Kubicki und Niebel, das muss man sich vorstellen, jahrelang den Putsch, minutiös, den Putsch gegen Rösler. Und dann passiert im entscheidenden Moment das hier. Rösler räumt auf. Ja, hätte ihm keiner zugetraut, diese Härte. Ne? Der neue starke Mann in der FDP. Ne? Viele Umfaller sind jetzt auf einmal auf seiner Seite. Ich fand den Rösler immer schon super. Ne? Habe ich in dieser Sendung auch immer offen gesagt. Ja, da brauchen Sie gar nicht zu lachen. Da können Sie irgendeinen Heute-Show-Ausschnitt nehmen, bitte. Hey, Philipp Rösler ist total super. Ich behaupte, Philipp Rösler ist absolut Wahnsinn. Ehrlich, ah, da gibt es so viele schöne Erinnerungen. Siehste, ich war immer Riesenfan. Ne? Diese 9,9% in Niedersachsen sind auch Röslers Erfolg. Gut, sie basieren zu fast 100% auf armselig zusammengeschnorrten Leihstimmen von der CDU, aber es ist ein Erfolg. Es ist doch trotzdem ein Erfolg. Für den Philipp. Ne? 9,9% haben die gekriegt. Ne? Und ich dachte immer, die FDP gefällt heutzutage nicht mal mehr den FDP-Wählern, oder? Am besten gefällt den FDP-Wählern die FDP, sagen nur 9%. CDU 80%, andere 10%. Nur 9% der FDP-Wähler mögen die FDP? Ja klar, warum soll ich auch eine Partei wählen, die mir gefällt? Ne? Damit rechnen die ja. Diese Woche ist mir wirklich fast das Gehirn explodiert. Erst lese ich, die FDP will sich morgen auf ihrem Parteitag für Lohnuntergrenzen aussprechen. Da habe ich sofort gedacht, hä? Ja. Die FDP, das war ja noch nicht alles. Und dann, das haben Sie wahrscheinlich auch gelesen, dann höre ich auch noch, die FDP findet es gut, dass in der Schweiz gierige Manager weniger Geld kriegen sollen. Weniger! Ja. Was mir jetzt vor allem zu denken gibt, warum ist es in meinem Kopf eigentlich so dunkel, meine Damen und Herren? Was ist da los? Das ist doch nicht mehr meine FDP, dachte ich. Aber dann, Entwarnung, am Mittwoch waren die Liberalen wieder ganz die Alten. Da hat die Bundesregierung nämlich ihren
Armuts- und Reichtumsbericht vorgestellt in einer von der FDP leicht frisierten Form. Ja, der heißt jetzt nur noch Reichtumsbericht. Hurra, wir sind doch nicht arm, meine Damen und Herren. Ja, gute Nachrichten. Ja. Ganze Sätze sind verschwunden. Ganze Sätze wurden gestrichen. Zum Beispiel der mit dem verletzten Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung. Der ist raus, oder? Ich habe eine Präzisionsfrage zu der Frage des Kollegen zu dem Ungerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung. Da haben Sie gesagt, der Satz stimmt, aber steht er auch noch so drin? Weiß ich doch nicht. Ja. Keine Ahnung. Habe ich die Scheiße hier frisiert oder der Rösler? Ich weiß es nicht. Ob wir müssten das jetzt einmal durch die Suchfunktion laufen lassen. Da bin ich jetzt überfordert. Ja, lass mal stecken. So wichtig ist es auch wieder nicht. Ne? Genauso wird übrigens auch von der Leyens Biografie mal heißen. Da bin ich jetzt überfordert. Wieso lässt sie sich das von der FDP bieten? Die haben ihr fast den kompletten Armuts- und Reichtumsbericht umlackiert. Herr Rösler, in dem ursprünglichen Entwurf von Frau von der Leyen stand der Satz, die Privatvermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt. Man sagt, das hat Ihnen gar nicht gefallen und Sie haben dafür gesorgt, dass dieser Satz nicht mehr drinsteht. Ich habe das auch gelegentlich gehört, deswegen habe ich heute noch mal nachgesehen. Und nach wie vor ist der Satz natürlich im Text enthalten. Aber er steht ganz am Ende, ne? Er steht nicht mehr vorne im analytischen, im wichtigen Teil, sondern er hinten. Er steht im Text. Er steht im Text, und zwar, das ist jetzt nicht gelogen, wir haben nachgeguckt, auf Seite 343, hier in dieser Excel-Tabelle, Moment, wir gehen mal ein bisschen näher ran, das sind die Papierfasern, warte mal, da ist er, siehste, nicht gelogen, er steht drin. Ja, Entschuldigung. Wer sagt denn, dass man die wichtigen Sachen immer vorne reinschreiben muss? Ist schon eine richtig blöde Sache, diese ganze Armut. Der frisierte Armutsbericht. Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht vom FDP Lifestyle Magazin Schöner Lügen. Entschuldigen Sie bitte den Zaun vor dem Mund. Ich habe eben gehört, Ursula von der Leyen habe behauptet, der neue Armutsbericht sei lediglich, Zitat, in dem einen oder anderen Punkt etwas anders formuliert. Die Uschi. Schauen wir doch mal rein. Alte Fassung? Die Einkommensspreizung hat zugenommen. Neue, anders formulierte Fassung? Die Ungleichheit der Einkommen nimmt ab. Ja, das ist zum einen anders formuliert, aber vor allem ist es das verfickte Gegenteil. Oder hier, alte Fassung, 2010 arbeiteten mehr als 4 Millionen Menschen für einen Bruttolohn unter 7 Euro. Neue Fassung, sinkende Reallöhne sind Ausdruck struktureller Verbesserung. An diesem Bericht ist mehr rumgepfuscht worden als an Dolly Busters Menschen. Kennen Sie eigentlich schon meinen Bericht über die geistige Armut in der Bundesregierung? Das hier ist aus der alten Fassung. Die FDP ist und bleibt ein herzloser Arschgeigenverein. So, mal überlegen, was muss ich da alles anders formulieren? Ich hab's gar nicht! Jede Silbe bleibt genau so stehen! Wart mal, eine Änderung habe ich. Ich unterstreiche Arschgeigen. Und als Ausdruck meiner tiefen Verachtung male ich daneben ein Bild von meinem Pin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er wollte sagen, ein Bild von meinem Pony, meine Damen und Herren. So. Ja, ja. Alles von der Kunstfreiheit abgedeckt. Der neue heiße Scheiß nennt sich Fracking.
Bei der Fracking-Methode wird ein flüssiges Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien in den Boden gepresst, um das Gestein aufzubrechen. Dadurch sollen tief im Untergrund verborgene Erdgasvorkommen gehoben werden. Ja, genau. Heißt übersetzt, mit Vollgas hochgiftige Schlatze in die Erde wemsen und dann mal gucken, was so passiert. Ich finde ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde ja schon, das Wort klingt irgendwie gefährlich. Fracking. Das Thema Fracking ist durch Film, Funk und Fernsehen ein bisschen negativ besetzt gewesen, deswegen vermeidet man das Wort Fracking. Hier bei Mauerstetten heißt das dann Stimulation. Klingt viel besser, viel besser. Stimulation, ganz wichtig. Das ist mal ein positiv besetzter Begriff. Stimulation, ne? Wie sagt der Volksmund? Dumm freckt gut. Ne? So. Jetzt aber die gute Nachricht. Die Minister Altmaier und Rösler haben sich angeblich auf eine gemeinsame Frack-Richtlinie geeinigt und am Tag der Einigung einhellig verkündet. Peter Altmaier und ich, wir haben bei dem wichtigen Thema Fracking eine hervorragende und gemeinsame Lösung gefunden. Echt? Eine Lösung? Das ist doch gut, oder? Lösung? Es gibt derzeit keinerlei Grund, in Deutschland Fracking durchzuführen und zu genehmigen. Also, verstehe. Ja, dann bin ich ja erstmal beruhigt. Dann ist das Thema deswegen ja dürfen wir nicht die Tür von vornherein zumachen. Genau das haben wir auch zum Glück gemeinsam nicht getan. Wie jetzt? Du wohnst doch eh im Rektum der Industrie, Rösler. Dann freckt doch, wenn ihr wollt. Ich bin überzeugt, dass es auf der Grundlage dieses Gesetzes in absehbarer Zeit in Deutschland keine konkreten Freckvorhaben geben kann. Ja, ihr mich auch. Schön, dass ihr so an einen Strang zieht. Machen wir uns bitte nichts vor. Der Typ hat den Saal gerockt. Das sind alles gute Botschaften für eine liberale Partei. Es sind unsere Botschaften. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass unsere Botschaften noch viel stärker Gehör finden könnten in der Öffentlichkeit. Dann lass die Pausen weg! Mann! Ja. Aber es stimmt schon, es war seine bislang beste Rede. Ich frage mal unsere Expertin für ältere Herren mit Wortfindungsstörungen, Birte Schneider. Birte, ist Brüderle schon wieder ganz der Alte? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Was? Wieso denn? Was denn? Dass Sie hier stumpf das übliche Heute-Show-Standardprogramm abfahren? Der Rösler lässt Pausen, der Brüderle, der nuschelt so lustig. Hihihi, ich mach Pippi vor Lachen. Wie oft denn noch? Hallo, die Leute lieben das, das ist Comedy Gold, oder? Redundant, aber erfolgreich. Nee. Sie nehmen doch in dieser Show seit Jahren von billigen FDP-Gags. So sieht's doch aus, oder? Wissen Sie was? Wir machen das Prinzip heute mal andersrum und finden alles super. Herzlich willkommen zu FDP-TV. Was? Moment. Wie sehe ich denn aus? Wie ein Vollidiot. Steht Ihnen aber. Hier ist Ihr Text. Scheiße. Der Parteitag der coolsten Partei, ich kann das nicht. Die sind doch gar nicht cool. Ha, haben Sie eine Ahnung? Und wie cool die sind. Deutschland ist das coolste Land der Welt. Da haben wir mal coole Typen gewählt. Das coolste Land der Welt. Wir haben den coolsten Parteivorsitzenden in Deutschland. Der Welt. Nee, habt ihr nicht. Entschuldigung, FDP-TV hin oder her, aber im Leben muss man sich grundsätzlich entscheiden. Entweder man ist cool oder man ist in der FDP. Beides geht nicht. Entschuldigung. Ne? Ich behaupte, ach, das ist ja FDP-TV. Entschuldigung, ich kann das nicht. Die FDP gut finden. Cool. Ich behaupte, wenn Clint Eastwood in der FDP wäre, ja,
dann wäre selbst der nicht mehr cool. Ja. Wer braucht denn Clint Eastwood? Die FDP hat Rudi Rentschler, den King of Cool, die deutsche Stimme der Drohne Willi, den Verteidiger der Toleranz. In unserer Partei sind viele willkommen, sind willkommen Atheisten, sind willkommen Ausländer, Christen, ja sogar Frauen sind willkommen. Was hat der Zwerg da gerade gesagt? Ja, Sie haben richtig gehört, Oliver. Sogar Frauen sind willkommen. Verrückt. Schon irre, wie sich diese Partei öffnet. Und auch die völlig konstruierte Sexismusdebatte um Rainer Brüderle wurde offiziell beendet, damit endlich Schluss ist mit doofen Sexwitzen und versauten Anspielungen. Und Rainer hat sich nochmals, ich sage das hier ausdrücklich, bei allen Menschen in Deutschland einen enormen Respekt erarbeitet für seine Kämpfernatur, für seine Fähigkeit zu stehen. Stehen. Ich glaube, er hat die Formulierung gut gemeint. Glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Ja, ja. Und ja, die Liberalen haben keine Themen mehr, seit keiner mehr Steuersenkungen will. Aber dafür wissen sie genau, wogegen sie sind. Wir lehnen die Entfernung von Körperbehaarung ab. Was ist denn mit dem Lindner los? Ich dachte, der hat noch gar keine Körperbehaarung. Mein Gott, der redet natürlich von den Grünen. Die FDP warnt zu Recht vor dem Heraufziehen einer grünen DDR. Einer ökofaschistischen Diktatur, in der alles verboten ist, was Liberalen Spaß macht. Nein. Gentechnik. Verboten. Neue Küche. Verboten. Neues Badezimmer. Verboten. Eigentlich wollen die Grünen doch über uns alle bestimmen, über unser Privatleben, und zwar mit Haut und Haaren. Früher kam der Obrigkeitsstaat mit Pickelmütze, heute kommt er auf Birkenstock-Sandalen angeschlichen. Ja! Nieder! Nieder mit den Birkenstock-Nazis! Nieder! Nieder mit den Birkenstock-Nazis, genau. Moment mal, heißt es nicht Pickelhaube? Nein! Pickelmütze. So. Hier aufsetzen. Och nö. Wirklich. Warum gibt's eigentlich keine Pickelmützen in meiner Größe? Und ich dachte, man kann nicht noch scheiße aussehen. Jetzt mal wirklich. Ich hab, ehrlich jetzt, Birte, ich hab keine Lust mehr auf FDP-TV. Können wir nicht einfach wie früher Brüderle mit Untertiteln zeigen und Feierabend? Ruhe, wir ziehen das jetzt durch. Meine Damen und Herren, auf vielfachen Wunsch noch einmal vom Parteitag der coolsten Partei der Welt die schönsten Kunstpausen von Philipp Rösler. Ganz genau. So ist das. Das war wunder schön. Birte Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und letzten Mal FDP-TV. So, und nicht nur Rudi Rentschler, auch unser Kollege Lutz van der Horst ist, da tue ich ihm, glaube ich, nicht unrecht, inzwischen sowas wie ein inoffizielles FDP-Maskottchen. Ein Parteitag ohne van der Horst, schlicht undenkbar. Bankerboni einschränken, Frauen stärken, Mindestlohn. Die FDP wird immer linker und ist auf einem schrecklichen Irrweg. Um an alte Erfolge anzuknüpfen, müssen neue Slogans her. Der hier zum Beispiel. Mainstream.
Rutscht ihr mal weiter nach links. Können Sie mir denn als Gesundheitsminister garantieren, ich bin Privatpatient, dass ich im Wartezimmer nicht mit irgendwelchen Asozialen sitzen muss? Sie sitzen nur mit Gleichgesinnten, die sind ja auch krank, wenn sie zum Arzt gehen. Und da haben sie alle das gleiche Schicksal. Die FDP wird ja immer mehr links. Jetzt irgendwie hat man den Eindruck, oder? Naja, das kann man so nicht sagen. Ich gehe gleich nach rechts, also wir sitzen rechts hier. Ich finde, die FDP verwässert immer mehr. Das ist doch Mist, das ist ja wie bei einer Weinschorle. Wir machen das wie ihr, wir machen es gut. Wer ist denn eigentlich gerade unbeliebter bei Ihnen? Niebel oder die Heute Show? Ich gucke gerne die Heute Show. Nur manchmal schaffe ich es gar nicht. Dann versuche ich es aufzunehmen. Eine super Sache. Also die Heute Show ist beliebter als Dirk Niebel. Dirk Niebel, wie war das denn? Herr Niebel, wäre es sinnvoll, die FDP aufzuspalten und zwar in die FDP und Dirk Niebel? Nein, das ist keine gute Idee, da bin ich zu alleine. Dirk Niebel ist in der FDP so beliebt wie A, eine Fischvergiftung oder B, Antwort A. Aber jetzt sollen ja wieder mehr Frauen in die FDP. War das Ihre Idee oder die von Brüderle? Wir haben gemeinsam die Idee, wir sind eine Partei, die sehr, sehr attraktiv auch für Frauen ist. Also ich finde Kubicki ist ganz geil. Kubicki ist ein toller. Lindner? Ja. Wir haben tolle Männer. Wir haben uns doch schon mal geküsst, wissen Sie das noch? Nein, kommen Sie her. Ich habe sie auf die Wange geküsst, wir haben es nicht geküsst. Also, jetzt machen Sie es nicht so klein, für mich war es ein ganz großer Moment. Ja, für mich auch. Die FDP steckt ja immer noch ein bisschen im Umfragetief. Wer glauben Sie, ist denn schuld daran? Ist es der Vorsitzende, ist es der Wirtschaftsminister oder ist es der Fipsi? Oh, Entschuldigung. Dann Oliver Holpe. Ach so. Ich habe jetzt schon aufgerufen zur Rede. Ach so. Oh Gott. Aber schuld sind die Fehler der Vergangenheit. Alles klar, jetzt aber schnell auf. Herr Westerwelle, kommen Sie zurück zur FDP. Die Partei muss wieder kalt und herzlos werden. Wir brauchen Sie. Und mich erwähnen. Denken Sie dran, mich erwähnen in der Rede. Van der Horst, Lutz Van der Horst. Ganz wichtig. Also Sie haben mich gerade in dem Gespräch erwischt mit der Heute-Show, und zwar Ludwig Van der Horst. Ich habe gesagt, ich erwähne ihn, wenn er mich auch bringt. Also jetzt. Wenn es ganz schlecht läuft, würden Sie ins Dschungelcamping? Nein. Auf keinen Fall. Ich bin doch in der FDP. Sie finden ja auch, dass Minderheiten in Deutschland unter einem besonderen Schutz stehen sollten, ne? Ich ahne schon fast die Pointe, auf die Sie hinaus wollen, aber sagen Sie trotzdem. Warum kümmern Sie sich nicht um die Minderheiten der Reichen und der Privilegierten? Hahaha. Ha, ha. Die FDP wird nicht nur immer linker, sie ist total am Ende. Bester Beweis, sogar Dirk Niebel redet mit der Heute-Show. Olli, das haben wir bloß falsch gemacht. Aber wir sind deswegen auch wieder stärker geworden als Ludwig van der Horst, meine Damen und Herren, stellt die richtigen Fragen. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich habe keinen Bock mehr, mich umzuziehen. Ich lasse das jetzt an. Unsere Bundesregierung stellt doch keinen eigenen Antrag für ein NPD-Verbot. Vor allem die FDP ist ganz klar gegen diesen Verbotsantrag, denn... Ich habe auch sehr frühzeitig, glaube ich, sogar hier an dieser Stelle deutlich gemacht, dass die Liberalen davon überzeugt sind, dass man Dummheit nicht verbieten kann. Ja. Ja. Hat er doch recht. Hat er doch recht. Ja. Dummheit kann man nicht verbieten. Gut, das sagt er ein Stück weit auch aus Eigeninteresse, das ist klar. Also, nein, sicher, Rösslers Formulierung war verharmlosend. Es geht nicht um Dummheit, es geht um Nazis. Aber, jetzt kommt's. Wenn die FDP sagt, der Verbotsantrag ist ein Fehler, dann muss ich leider sagen, und damit herzlich willkommen in unserer neuen Rubrik, schlagt mir die Fresse, kneift mir die Nippel, peinlich aber wahr, ich kann es selbst nicht glauben, ich sag's nicht gerne und ich sag's nur einmal, die FDP hat ausnahmsweise recht. No! Doch. Ach ja, schon wieder Bundesparteitag der FDP, meine Fresse. Treffen die sich inzwischen eigentlich jede Woche? Wahrscheinlich wollen die einfach nicht nach Hause. Immerhin, eins ist passiert bei diesem Programmparteitag in Nürnberg. Rainer Brüderle, meine Damen und Herren, und ich sage das nicht gern, aber ich muss es sagen, ist jetzt offiziell wahnsinnig geworden. Schluss mit dem rot-rot-grünen Spuck. Weg damit. Keine Geisterstunde für Deutschland. Klarheit, weiter Fortschritt, Wohlstand für alle. Weg mit der Geisterstunde. Auf!
auf in den Kampf! Wir werden es schaffen! Wenn alles es schafft, sind wir es! Auf in den Kampfanzug! Jeden Tag, jede Stunde nutzen! Wir haben noch 4 Monate! Das kann ein tolles Wahlergebnis werden! Für Deutschland, ja. Für Europa! Auf! Ja, ist ja gut! Meine Fresse! Oh Gott! Ja, ganz am Schluss musste ihn Dirk Niebel mit einem Betäubungsgewehr von der Bühne holen. Soll ich ihm mal sagen, der Rainer, der hat nicht mal mehr seine Gesten unter Kontrolle. Gucken Sie mal genau hin. Soziale Marktwirtschaft wird die Wirtschaft gesteuert durch die Preissignale. Der Preis hoch. Sie ahnen es, jetzt endlich nicht im Heute-Show-Fanshop. Ja, das neue FDP-Wahlkampf-Shirt. FDP, ihr mich auch. Ja. Was wir alles nicht in diesem Fanshop haben, Wahnsinn. Das Wahlkampf-T-Shirt. Im Wahlkampfprogramm versprechen die Liberalen übrigens gar nichts mehr. Da steht sinngemäß wirklich nur noch drin, ja, wie wir so vor uns hin regieren, das ist nicht so dolle zugegeben, aber wenn Rot-Grün drankommt, dann wird es bestimmt noch viel schlimmer. Die ihre SPD zum Beispiel mit ihrem Slogan, das wir entscheidet. Allein das Wort wir regt den Rainer tierisch auf. Dass wir entscheidet. Um welches Wir geht es da? Welches Wir entscheidet über was? Welches Wir entscheidet über wen? Und welches Wir hat aus meinem Becherchen getrunken, meine Damen und Herren? Ja, Sie haben richtig gehört. Sie wollen das Wort Wir verbieten. Wir ist pfui. Um solche Themen ging es auf dem Parteitag. Die FDP fordert, das hässliche sozialistische Wort Wir zu verbieten. Ab sofort heißt es, ich sind Papst. Ich sind das Volk. Und natürlich, ich mache ihn durch bis morgen früh und singe Bumsfallera, meine Damen und Herren. Aufpassen, vom Wir ist es nur ein ganz kleiner Schritt bis zum grauenhaften Unser. Wir wollen es den Menschen sagen können, mein Haus, mein Geld, mein Auto. Mein Schatz, meine Damen und Herren. So will ich meine FDP. So will ich meine FDP. Ne? Jetzt sind wir wieder beim Markenkern. Die FDP ist und bleibt eine Ich- und eine Mein-Partei. Ja gut, sie kleben aktuell in den meisten Umfragen immer noch bei 4%. Aber wenn man sich Mühe gibt, kann man selbst das irgendwie positiv verkaufen. Wir werden die anderen vor uns herjagen bis zum 22. September. Und dann als Letzte durchs Ziel gehen. Juhu! Ja. Inhaltlich ist auf einem FDP-Parteitag selten weniger rumgekommen. Immerhin, die Liberalen sind seit diesem Nürnberger Parteitag auch für sogenannte Lohnuntergrenzen. Die soll aber nicht der Staat festlegen, sondern, ja, wer gerade Zeit hat. Was genau will die FDP damit einer Friseurin sagen, die 4,60 Euro die Stunde verdient? Genau das, meine Damen und Herren. Ja. Das Einzige, was die FDP in Nürnberg beschlossen hat, ist, dass alle anderen scheiße sind. Vor allem diese grünen Spaßbremsen, die sind neuerdings gegen, gegen Alkohol. Sie sind auch gegen Trinken und öffnen Plätze. Also ich sitze ja jetzt weniger als in früheren Jahren. Aber für mich ist auch Ausdruck eines liberalen Lebensgefühls, dass man da auch was trinken kann. Das ist nämlich das liberale Lebensgefühl, Freunde. Ne? Mittags schön mit 2 Promille auf der Parkbank aufwachen und nicht mehr wissen, wo man ist. Lieber Rainer Brüderle, du weißt, du bist in Bayern. Danke, Sabine. Ja, da war was los. Bei der FDP. Eine rätselhafte Veranstaltung. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, was ich da beobachte, das sind doch alles schon Symptome einer Sekte. Wenn Sie es mal zusammenzählen, Abschottung gegen die Realität und Propaganda gegen imaginäre Feinde, die alles verbieten wollen. Wir haben Tina Hausten ins Thomas-Dehler-Haus nach Berlin geschickt. Tina, ist die FDP inzwischen sowas, ja, wie das Scientology unter den Parteien? Oliver, die FDP und Sekte? Sie und Ihre wirren Verschwörungstheorien. Tina, wo zum Henker sind Sie da eigentlich? Nun, ich stehe hier im Herzen des Thomas-Dehler-Hauses, in der Sankt-Genscher-Kapelle. Hm. Ja, im spirituellen Zentrum unserer Bewegung. Unserer? Oh nee. Sie haben aber nicht wieder einen Mitgliedsantrag an der Tür unterschrieben, oder? Sie sind doch schon in 3 Buchclubs. Ich habe gar nichts unterschrieben. Ich bin erleuchtet worden, Oliver. Oh ja.
Ich atme den Odem der Freiheit. Ich trage die Farben des Lichts. Ja, in erster Linie haben Sie genau wie Gevatter Brüderle gewaltig einen an der Klatsche, habe ich den Eindruck. Ja, ja, ja. Plappern Sie nur weiter nach, was Ihnen die Mainstream-Medien einflüstern. Die Partei des Lichts ist das letzte Bollwerk gegen den aufziehenden Sozialismus. Gegen die Feinde der Freiheit und des Genusses. Gegen das Böse. Oliver, beantworten Sie sich bitte selbst diese Frage. Wollen Sie, dass diese beiden über Ihr Leben entscheidet? Über das Leben Ihrer Familie? Buh, buh, Sigi und Claudia stinken! Buh! Warum macht ihr da mit? Seid ihr verrückt? Das ist ja wie im Kasperletheater. Wenn das Krokodil kommt, rufen alle doofen Kinder Buh! Meine Damen und Herren, Oliver Welke hasst Kinder! Buh! 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 Ja, er ist doch ein Sozialist! Ja. Er hat nicht verstanden, worum es der Partei des Lichts wirklich geht. Es geht nämlich gar nicht um Geld. Nein, nein! Es geht um Liebe. Liebe. Der große Vorsitzende liebt uns. Ah. Ja, tut er nicht. Sein vorgetäuschter Mindestlohn ist geradezu zynisch. Dann lieber die ehrliche Arschpartei von früher. Oliver, selbst Sie sind noch nicht ganz verloren. Kommen Sie zu uns, retten Sie Ihre Seele. Ja, lieber teile ich mir eine Zelle mit Uli Hoeneß, ehrlich gesagt. Wir haben alles, Liebe, Geld, so eine Art Mindestlohn. Ja, die FDP hat sogar ihren eigenen Martin Luther King am Rednerpult, ja. Liebe Parteifreunde, ich hatte dieser Tage einen Traum. Oh Gott. Ja. Das hat ja gerade noch gefehlt. Rudi Rentschler, die Drohne Willi, hatte einen Traum. Ja. Ich hatte dieser Tage auch einen Traum. Da hat die FDP 4,9% geholt. Ne? Oh Gott, immer dieser Hass. Der macht so hässlich. Lasst uns singen, liebe Besserverdiener. 5, 6, 7, 8. All you need is Liebe. All you need is Liebe. All you need is Liebe. Liebe. Liebe is all you need. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn mal braucht? Tina Hausten, meine Damen und Herren. Alle Parteien, das wissen Sie, haben im Moment idiotische Mitmachaktionen im Angebot. Wir sind total interessiert an der Meinung der Bürger. Ist klar. Und wer schießt den Vogel ab? Dreimal dürfen Sie raten. Richtig, die FDP mit ihrer Aktion. Gut gemacht, FDP. Ja. Ernsthaft, gut gemacht, FDP. Das sind drei Fehler in drei Worten, meine Damen und Herren. Da darf man also der FDP im Internet mal schonungslos und offen vor den Latz knallen, was sie alles besonders gut gemacht haben. Hier zum Beispiel, diese Familie fühlt sich aus rätselhaften Gründen ausgerechnet von der FDP entlastet. Oder dieser ältere Herr ist total stolz, dass ihm die FDP einen neuen Daumen gekauft hat. Ja. Der Alte war ihm leider beim Öffnen einer Flasche Riesling abgebrochen. Bei aller Freude, Rainer Brüderle wird leider allzu oft für einen gemütlichen Weinonkel und Silbenverschlucker gehalten. Dabei hat Opa Simpson hier ein paar richtig eklige Ansichten. Zum Beispiel zum Thema Mindestlohn. Wenn sich das Friseurhandwerk, wie gerade, auf 6,50 Tariflohn einigt, dann findet der Rainer das regelrecht großzügig. Man kann natürlich alles schlecht reden. Es gibt immer jemanden, dem es noch besser gehen soll. Eben, ne? Soll's den Friseuren denn noch besser gehen? Überleg mal. 6,50 Euro. Das ist viel zu viel für Leute, die noch nicht mal in der FDP sind, meine Damen und Herren. So. Und dann hat Onkel Brüderle die Aufgabe bekommen, einen Satz zu bilden, in dem die Worte Solarzellenbetreiber, Leselampe, Sofamelker, Schwimmbad und Quersubventionen vorkommen. Harte Nuss. Dann zahlt nämlich die Oma mit der Leselampe die Quersubvention für den Solarzellenbetreiber, der das ins Netz hineingibt für 43, den Strom, der er braucht für sein Schwimmbad, von den Stadtwerken bezieht. Es gab mal in der Landwirtschaft die Sofamelker. Die hatten keine Kuh, aber eine Milchquote. Ja.
Hat er geschafft. Ja. Merkt man auch hier im Studio, ein erstaunlich beliebter Mann dafür, dass er nicht mal Deutsch spricht. So, zweimal werden wir noch wach, heißer dann ist Bundestag. Zwahl, meine Damen und Herren. Der Countdown läuft. Etwas mehr als, wie viel sind's? Ja, etwas mehr als 43 Stunden bis zur Schließung der Wahllokale bzw. bis zur Großen Koalition. Und dann? Aber jetzt habe ich die Überraschung versaut, Entschuldigung. Blöd, blöd. So, und dann haben wir aber noch einen ganz anderen Countdown. Der zeigt Ihnen live an, wie lange es die FDP noch gibt. Moment. Auch 43 Stunden. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Ja. Ja. Sie lachen, meine Damen und Herren, weil Sie ein Herz aus Stein haben, aber die FDP kämpft ums Überleben, ums nackte Überleben nach 3% in Bayern. Ne, da, ihr Heuchler. Oh. Nein, aber nach 3% in Bayern, da fragen sich inzwischen natürlich viele Menschen im Land, ist das Partei oder kann das weg? Ne, also, Sie wissen, Häme. Häme gegen notleidende Splitterparteien hat in der Heute-Show normalerweise keinen Platz. Aber, nein, aber ich ertrage es einfach nicht, wenn der Rösler so schrecklich hyperventiliert. Für alle Liberalen in Deutschland gilt es jetzt, aufzustehen, rauszugehen und sich im Wald zu verstecken, bis die ganze Scheiße vorbei ist, meine Damen und Herren. Ja. So sieht's mal aus. Ja. Sehr schlechtes Versteck übrigens. Ja. Keine Frage, es ist gerade einfacher, die Costa Concordia wieder aufzurichten als die FDP. Ne? Da musst du schon ganz tief in die Phrasenkiste greifen. Ja, dieses Ergebnis ist ein Weckruf. Es geht um Deutschland. Es geht um alles. Es geht um meinen Job, meine Damen und Herren. Zwingen Sie mich nicht, richtig arbeiten zu gehen. Weckruf. Weckruf. Apropos, bevor ich es vergesse, jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop, der Original-FDP-Weckrufwecker. Loser, Loser, Loser. Das ist ja ein nerviges Geräusch, du. Mann, Mann, Mann. Ja. Ja. Da bleibt man doch gerne liegen. Tiefer kannst du nicht mehr sinken. Das haben Sie sicherlich auch gelesen. Seit dieser Woche bettelt die FDP ganz offen um die Zweitstimmen der CDU-Anhänger. Das ist völlig schamlos. Die Liberalen fahren eine knallharte Mitleidskampagne. Hier ist der aktuelle Spot. Oh, wie niedlich. Oh. Deswegen Zweitstimme FDP. Bitte. Sind schon niedliche Racker, oder? Meine Fresse! Das ist nicht mehr meine FDP. Früher, da hatten die noch Selbstachtung. Ne? Da waren die nicht nur der traurige Wurmfortsatz im Wirtstier CDU. Ne? Hier, Philipp Rösler, 2011, nach seiner Wahl zum Vorsitzenden. Und den Tiefpunkt hatten wir erreicht 1994 bei der Bundestagswahl. Unser Slogan war, wer Kohl will, muss die FDP wählen. Liebe Freunde, es war für mich enttäuschend, dass an dieser Stelle nur noch das Funktionsargument stand und nicht mehr unser liberales Programm. Völlig richtig, meine Damen und Herren. Der Philipp war so enttäuscht, damals, 94, kurz nach seinem 7. Geburtstag. Wer Kohl will, muss FDP wählen. Wie peinlich ist das denn bitte? Da lobe ich mir die stolze FDP von heute. Die sagt nämlich, wer Merkel haben will, wählt auch FDP. Das ist was völlig anderes. Ja,
Das ist was völlig anderes, weil Merkel ist ja, nee, das ist dasselbe. Würdelos, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich weiß, wir hatten viele tolle romantische Jahre mit der FDP in dieser Sendung, aber heute mache ich Schluss. Schreib denen jetzt einen Schlussmachbrief hier auf meinem rosa Hello Kitty Papier. Und Sie dürfen live dabei sein. Liebe FDP, es ist aus. Ich empfinde nichts mehr für dich. Wir können ja Freunde bleiben. Obwohl, warum eigentlich? Tschüss. So. Ich merke gerade jetzt, wo ich in meinem Alter wieder Single bin, da geht mir das doch ein bisschen nah. Die ganzen Erinnerungen, die jetzt hochkommen. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Nein, war es nicht. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Nein, habt ihr nicht. Er hat ein hohes Stehvermögen, was nächtliche Überzeugungsarbeiten, was Veranstaltungen anbelangt. Ja gut. Das stimmt, der Philipp konnte die ganze Nacht. Aber hier, wie war das denn mit euren ganzen Steuerversprechen? Versprochen, gehalten. Am Arsch gehalten. Du hast mich immer nur belogen, die ganze Zeit. Ganz ehrlich, nur einen von euch blöden Pfeifen werde ich wirklich vermissen. Jetzt kommen wir aber zur Innenpolitik. Also da finde ich alles nicht so schön. Ich auch nicht, muss ich sagen. Ja. Schokoladen als das Einzige, was hilft gegen Liebeskummer. Die Drohne Willi mag ich immer noch, aber die anderen nicht mehr. Naja, noch ist ja nichts entschieden, meine Damen und Herren. Und es gibt ja in diesem Land nach wie vor Leute, die behaupten, wir brauchen eine liberale Kraft. Diskutieren wir es aus, meine Damen und Herren. Zwei Teams im Rededuell. Das Team stirbt FDP gegen das Team stirbt nicht FDP. Für Letzteres konnten wir nach sehr langer Suche die Laura gewinnen. Sie ist Abiturientin hier aus Köln und Mitglied bei den Jungen Liberalen. Und das andere Team besteht aus Gernot Hassknecht. Herr Hassknecht und die Laura. Ja, die beiden Teams im Rededuell. So, lasst uns loslegen, Kinder. Laura, ich finde es ganz toll, dass du da bist, dass wir dich gewinnen konnten. Du bist Erstwählerin. Ja, ja, das stimmt. Ich bin Erstwählerin und er hier ist dann wahrscheinlich Letztwähler, oder? Ja, gut. Gernot, weil du gerade so ein Gesicht machst, nur damit das klar ist, bevor ihr eure Argumente vortragt. Die Laura ist erst 18 und es ist ihr gutes Recht, bei den Jungen Liberalen mitzumachen. Von mir aus. Ist mir doch scheißegal, ob die hohle Bumsbirne ihr Leben wegschmeißt. Gernot. Tja, Gernot. Laura, stell du dich bitte mal kurz vor. Gerne. Also, ich bin die Laura. Ja, ist bekannt. Ich bin 18 Jahre jung. Langweilig. Und wie viele junge Liberale komme ich aus dem Mittelstand. Also, meine Eltern haben eine kleine Drogeriekette und... Und ein Hotel. Hm. Also, wie gesagt, Mittelstand und ich arbeite da nachmittags auch oft mit und pass auf, dass die Angestellten nichts klauen. Ich brauche einen Eimer! Ja, ja, schön. Gut, dann würde ich vorschlagen, jeder trägt jetzt kurz seine Argumente vor und dann entscheidet unser Publikum danach, ob die FDP stirbt oder nicht. Wobei, das müssen wir dazu sagen, sterben meinen wir hier natürlich nur im übertragenen Sinne. Nein, das meinen wir nicht! Okay. Wir meinen das schon. Gut. Gut. Im übertragenen Sinne. Wir tragen das aus mit Argumenten und ich würde sagen, die Laura fängt mal an, deine Minute läuft. Hallo. Lassen Sie sich von den linken Mainstream-Medien nicht irre machen. Von wegen, die FDP verhindert den Mindestlohn. Hahaha.
dass ich nicht lache. Wir Liberalen haben doch dafür gesorgt, dass Architekten und Anwälte staatlich festgelegte Honorare bekommen. Hallo? Das ist doch ein Mindestlohn. Nur halt für wertvollere Menschen. Und denken Sie bitte mal an all die Erfolge, die unsere Partei in den letzten 4 Jahren für die Menschen erreicht hat. Ich kann sie jetzt leider gar nicht alle nennen, weil mir dafür die Zeit fehlt. Viele jedenfalls. Sehr viele. Aber vor allem, stellen Sie sich mal kurz eine Welt ohne die FDP vor. Hurra! Yeah! Sie ist dran. Sie ist immer noch dran, Entschuldigung. Mach ruhig zu Ende, bitte. Dann kommt nämlich Rot-Rot-Grün ans Ruder. Möchten Sie etwa in einer Welt leben, in der Kanzlerin Wagenknecht aus Moskau regiert und Jürgen Trittin auf unsere Kinder aufpasst? Ich nicht. Vielen Dank. Ja, Laura, Mensch, du. Die Laura. Vielen Dank, du, Laura. Das war doch interessant. Gut, dann fängt jetzt der Gernot an. Deine Minute läuft ab jetzt. Ich brauch gar keine Minute. Hm. Jahrzehntelang hat die FDP den freien Markt gepredigt. Ein Produkt muss sich auf dem Markt durchsetzen oder untergehen. Tja, FDP, jetzt besorgt dir dein alter Freund der Markt. Halt mal gepflegt von hinten. Entspann dich, dann tut's weniger weh. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank. Warum Danke. Schreit denn der Mann so? Ist der behindert? Nein, das ist bloß der Gernot. Das ist bloß unser Gernot. Gut, dann würde ich sagen, entscheiden jetzt unsere Zuschauer im Studio über das weitere Schicksal der FDP. Bitte einmal gelbe Karten für weitermachen und schwarze Karten für untergehen. Oh, guck mal an, ja, ich sag mal, es ist ein Hauch mehr schwarze Karten als gelbe, ne? Ja. Das ist ja wieder typisch deutsche Neidkultur. Nur weil wir Drogerien haben und besser aussehen. Könnte sein. Gut, das Votum der Zuschauer müssen wir natürlich respektieren. Gernot? Nimm die gelbe Karte weg! Bist du bescheuert? Die Siegesfreude der Taumel ist schnell verflogen, denn die CDU braucht jetzt einen neuen willigen Koalitionspartner. Die absolute Mehrheit hat sie ja um Arschhaaresbreite verpasst. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist heute keine leichte Sendung. Und ich frage mich, gibt es eigentlich ein Leben nach der FDP? 4,8%. 4,8. 64 Jahre lang ununterbrochen im Bundestag. 4,5 Jahre lang ununterbrochen in der Heute-Show. Und jetzt nur noch Leere. Leere und natürlich diese gnadenlose Häme auf allen Kanälen. Noch steht hier FDP im Deutschen Bundestag. Man wählt doch niemanden, der sich zum Wurm macht. Profillosigkeit. Sargnagel. Abgestraft. Tage der Tränen. Im Studio wurde der Stuhl entfernt. So schnell kann man aus der Berliner Runde fliegen. Kaum jemand trauert ihr nach. Die FDP nur so als kleiner Splitter, noch nicht mal breit genug, um den Parteinamen da drauf zu setzen. Was hat denn wir und die FDP gemeinsam? 4,9%. Ha, 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 ha. Öffentlich-rechtlicher Humor vom Allerfeinsten. Ach, jetzt kapiere ich den erst. Der ist gar nicht schlecht. Über 10% der FDP-Wähler von 2009 verschwinden einfach spurlos. Das ist eine Parteihinrichtung. Ja, und es war die Woche der Abschiede. Die komplette FDP-Führungsriege hat diese Woche sinngemäß gesagt: Ich danke Ihnen, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Abschied ist ein schweres Schaf. Ne? Aber woran lag es eigentlich? Woran lag es genau? Wer ist schuld am Tod der FDP? Ein echter Krimi. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Schuldigen gefunden habe. Ich saß seit Stunden in meinem Büro und starrte ins Nichts. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte Peter Altmaier darin Cha-Cha-Cha getanzt.
Und ich musste diesen mysteriösen Todesfall aufklären. Ich hatte ja schon viel gesehen, aber der Anblick dieser toten Augen, grauenhaft. Welche Bestie war zu sowas fähig? Wer hatte sie aus dem muckligen Bundestag geschmissen? Wer hatte das gemacht? Wir haben's gemacht! Ach so. Ihr selber. Also Selbstmord, das wäre eine Spur. Oder doch nur ein Missverständnis? Vielleicht hatte der doofe Wähler die peinliche Zweitstimmenkampagne ja falsch verstanden und gedacht, die Liberalen wollen insgesamt nur zwei Stimmen. Wer weiß. Was da passiert ist, war ein verdammtes Massaker. Für die Überlebenden galt es jetzt nur noch, wie für so Schleckerfrauen, schnellstmöglich eine Anschlussverwendung selber zu finden. Viel Glück. Ja. Der Gerichtsmediziner hatte bei der Obduktion in der Parteileiche keine Inhalte mehr gefunden. Gar keine. Meine Ermittlungen waren in einer Sackgasse, als plötzlich diese unglaubliche Blondine in mein Büro kam und sagte: Unterstützen Sie den Wahlkampf der FDP? Einen Scheiß werde ich tun. Ich kannte die Frau aus vielen Filmen. Ich kannte sie aus vielen, vielen Filmen und weil ich eh gerade in der Stimmung war, fuhr ich ins Rotlichtviertel. Dort gab mir ein sehr, sehr schmieriger CDU-Informant den entscheidenden Hinweis. Wir haben keine Stimme zu verschenken und Mitleidsstimmen für die FDP brauchen wir nicht. Was für eine kaltherzige Hackfresse, meine Damen und Herren. Nur eine Handvoll Stimmen hat den Liberalen zum Überleben gefehlt. Aber die Schweine von der Union lassen sie eiskalt in der Gosse verrecken. Verstehen Sie? Das war kein Unfall. Das war Mord. Die schwarze Witwe hatte wieder zugeschlagen. Fall gelöst. Aber was jetzt? Ich beschloss mir noch ein paar der Filme von dieser seltsamen FDP-Blondine anzugucken. Wie hieß die Olle noch? Christian Lindner, glaube ich. So. Gott. Na ja, klar, wir lachen hier, aber für FDP-Politiker beginnt jetzt eine ganz schwere Zeit. Diese Leute haben zig Jahre im Bundestag gesessen und müssen sich jetzt auf einmal in der Realität zurechtfinden. Nicht leicht. Petra Radetzky mit einer wirklich erschütternden Reportage. Ja, Oliver, die Abgeordnetenbüros der FDP hier in Berlin sind bereits verwaist. Nur der Hausmeister patrouilliert noch durch die Räume, weil manche es einfach nicht wahrhaben wollen. Hallo, 50.000 Stimmen gefehlt. Ich will da nicht raus. Nein! Nein! Traurig, aber es geht nicht anders. Dieses Büro kriegt jetzt ein Politiker von den Linken. Was? Linker? Das könnt ihr nicht machen. Die Linken stinken. Es hilft nichts. 93 FDP-Abgeordnete werden jetzt ins normale Leben quasi ausgewildert. Na komm. Natürlich muss er sich erst mal gewöhnen an die neue Umgebung. Im Bundestag hat er viele wichtige Fähigkeiten verlernt. Einkaufen, mit Menschen aus dem Niedriglohnsektor reden. Das kennt er gar nicht. Wie süß. Nimm Kontakt auf. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob er seine alten Gewohnheiten ablegt. Guten Tag. Guten Tag. Möchten Sie mit mir über ein einfacheres, niedriges, gerechteres Steuersystem sprechen? Einfach noch nicht so weit. Oliver, da dürfen wir als Gesellschaft jetzt nicht einfach wegschauen. Wenn jeder von uns auch nur einen Liberalen bei sich zu Hause mit der Flasche aufpäppelt, dann gibt es Hoffnung für diese einmaligen Geschöpfe. Ja, du bist ein Feiner. Ein ganz, ganz Feiner. Ja. Und gleich gucken wir im Fernsehen, wie die Große Koalition den Mindestlohn beschließt. Hm? Ja, ist ja gut. Ja. Zurück ins Studio. Schöne Bilder. Petra Radetzky, meine Damen und Herren. Aber auch verstörende Bilder. Ja. Habe ich heute gelesen, viele wissen das gar nicht, Philipp Rösler hat damals seine Ausbildung zum Augenarzt abgebrochen, kann deswegen heute keine Patienten behandeln. Also Kassenpatienten, klar, aber keine FDP-Wähler halt. Ja, die FDP und ich, wir haben uns getrennt schon letzte Woche und erst habe ich gedacht, geil, wieder Single, weißt du, mal wieder mit wechselnden Parteien rummachen und so, aber dann habe ich gemerkt, nee, das bin ich gar nicht. Ich bin der Typ, ich brauche was Festes.
liebe AfD, willst du meine neue FDP sein? Die Leute haben so die Schnauze voll von der Energiewende, dass sie plötzlich wieder die Atomkraft verklären. Dennis Knossalla zum Beispiel demonstriert gerade heute vor dem AKW Isar 2 für eine Laufzeitverlängerung. Dennis, der Zulauf bei Ihnen hält sich aber noch in Grenzen, ne? Na und? Jede große Bewegung hat mal klein angefangen. Immerhin haben wir schon einen Namen, der catchy ist und sympathisch. Wir sind die Freunde des Plutoniums, kurz FDP! 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 Ja, ich bin Vorsitzender, Kassenwart und Fuku, das lustige Maskottchen. Fuku, aber jetzt bitte nicht wegen Fukushima, oder? Ja, natürlich. Wir hysterischen Deutschen müssen uns einfach mal ein Beispiel an den Japanern nehmen. Die sagen sich, na und? Dann leuchtet eben mein Sushi im Dunkeln. Spare ich mir den Strom für die Leselampe. Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst im Jahr 3 nach Fukushima. In Japan, da an dem Atomkraftwerk, läuft immer noch ohne Ende verstrahltes Wasser aus. Ach, glauben Sie doch nicht alles, was Ihnen die Windkraftmafia erzählt. Hier, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse schon von der Universität Fukushima. Wenn Sie nur genug lachen, dann wird die Strahlung Ihnen nichts anhaben können. Wenn Sie sich aber Sorgen machen, dann wird die Strahlung Ihnen etwas antun. Diese Theorie wurde durch Experimente an Tieren bestätigt. Experimente an Tieren haben das bewiesen. Dieser Igel zum Beispiel, der könnte noch leben, wenn er sich nicht so große Sorgen gemacht hätte. Und wenn ihn der LKW nicht überfahren hätte. Mhm. Dr. Godzilla hat völlig recht. Wer lacht, wird nicht verstrahlt. Ja. Man sollte alle, die jetzt bei uns schon wieder die Atomkraft schönreden, mal 3 Wochen zur Kur nach Fukushima schicken. Wo man die armen Anwohner bis heute verarscht. In Tokio haben Sie mich auf radioaktive Strahlung untersucht. Ich habe gefragt, na, was? Da haben Sie mich nur angeguckt und gesagt, wir hatten noch niemanden, der so hoch verstrahlt ist. Du bist der Champion, der verstrahlteste von allen. Das ist der Spirit. Ja, nicht wie bei uns. Ich bin verstrahlt, ja? Sondern gewonnen! Der verstrahlteste von allen! Warten Sie mal ab. Wenn die scheiß EEG-Umlage in Deutschland demnächst bei 8-9 Cent liegt, dann kommt die große Stunde der FDP. Ich habe die Kampagne schon mal vorbereitet. Atomkraft, ja, wir könnten sterben, aber vorher sparen wir Geld. Ja. Und als Happening werde ich nun an diesem Brennstab lecken. Gleich, Moment. Ich muss ihn nur anlachen, dann kann mir die Strahlung nichts anhaben. Er wird uns kaum fehlen. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Von der FDP. Wir machen das selten genug, aber gönnen wir uns doch mal einen kurzen Moment der Selbstkritik. Die Heute-Show ist mit einer kleinen bürgerlichen Partei namens FDP oft sehr hart ins Gericht gegangen. Ja. Vielleicht zu hart wegen ihrer unbezahlbaren Steuerversprechen, aber von eben dieser FDP gab es diese Woche sensationelle Neuigkeiten. Wir sind ja auch nicht blind und realitätsfern. Wir wissen auch, in welch schwieriger Situation die öffentlichen Haushalte sind. Was? Der Staat ist pleite? Ja, leck mich doch am Arsch, warum sagt mir das denn keiner? Da muss erst die kleine FDP kommen und mal nachzählen. Wie konnten wir alle so blind und realitätsfern sein? Letzten Sommer, da wollte die FDP noch 35 Milliarden Steuerentlastung, dann waren es nur noch 24, dann 19 und jetzt in ihrem neuen Steuerkonzept heißt es 16. Was sagt man dazu? Versprochen, gehalten. Ja, oder so ähnlich. Oder so ähnlich, aber immerhin im andauernden Fight FDP versus Wirklichkeit hat die Wirklichkeit einen Etappensieg errungen. Und dafür hagelt es jetzt Komplimente von allen Seiten. Willkommen FDP auf dem Weg in die Realität. Ein Steuerkonzept wird da heute vorgestellt, das näher dran ist am Machbaren als vieles, was bisher von den Liberalen zu hören war. Ja. Sagen wir mal, es ist ein Anfang, ne? Das ist jetzt so, als ob der Alkoholiker nur noch eine Flasche Korn zum Frühstück trinkt, ne? Nein, da muss man auch mal loben, muss man auch mal loben. Und ich sag mal, FDP, wenn ihr jetzt von den 16 Milliarden noch ein bisschen was abzieht, sagen wir mal so, 16 Milliarden. Dann male ich euch ein Sternchen unter euer Konzept. Hier die FDP-Generalsekretärin, Frau Nicola Beer. Die erklärt jetzt mal, dass das künstlerische Konzept
hinter der FDP-Europakampagne. Wir präsentieren heute unsere Europawahlkampagne ganz bewusst in einem neuen Look. Sie sehen die physisch ja harte, auch sehr direkt herüberkommende Betonwand. Das bedeutet zum einen, dass wir knallhart Position beziehen. Ach so, die Wand ist eine Metapher. So, und ich dachte, das wäre die Betonwand, gegen die Frau Bär offensichtlich mal gelaufen ist. Ja, und was mich auch mal überhaupt nicht interessieren würde, wie sitzt der komische Typ da eigentlich auf dem Stuhl, Frau Bär? Zugewandt im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, in verschiedenen Posen, aber immer auf einem Stuhl, so wie er in jedem Haushalt von Bürgerinnen und Bürgern, Büro, Küche oder anderes, auch gefunden werden könnte. Man kann den finden, aber dann müsste man Stühle suchen. Ja, der neue Slogan, FDP, fester Stuhl für alle. So, damit hätten wir die Kampagne auch verstanden. Ja, meine Fresse. Wie lange man über Stühle reden kann, so viel zum Thema, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Ja, aber ich frage mich, was ist hier los, Freunde? Die AfD, diese Partei steht bei 7% und jetzt kommt's. Die gute alte FDP klebt gerade bei 3. Oh. Ja, die Liberalen hatten gerade Bundesparteitag in Dresden. Da hat keine Sau drüber berichtet. Beim Schützenfest in Haselünne sind inzwischen mehr Journalisten als bei der FDP. Hä? Traurig. Wir haben immerhin Christian Ehring hingeschickt, unseren fünftbesten Mann. Christian, wie war's denn? Erzählen Sie mal. Es war, wie soll ich sagen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es war die Geburtsstunde einer ganz neuen FDP. Eine FDP, die neu ist. Und die Stimmung war gar nicht schlecht. Ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut, wenn ich dummerweise in diesem Jahr gewählt werden müsste. Ja, die blöden Wahlen, die machen einem alles kaputt als Partei. Machen einem alles kaputt. Haben die Liberalen in Dresden bei dem Parteitag denn endlich ein neues Thema gefunden? Wirtschaftsliberal wollen sie ja nicht mehr sein. Was sind sie denn jetzt? Die sind, das ist doch jetzt nicht das Thema, was die sind. Herr Welke, wir haben doch in dieser Sendung nicht jahrelang gegen die FDP gehetzt, um die blöde AfD zu stärken. Ab heute beginnt unsere große Heute-Show-Aktion Bau die FDP wieder auf. Ja, das wüsste ich aber. Aber hallo, natürlich, was man runterredet, das redet man auch wieder rauf. Herzlich willkommen zu neuem FDP-TV. Wirklich. Ich kann nur sagen I. Wieso I? Nix I. Ah. Die neue FDP leuchtet. Ja, die leuchtet. Ja, die ist frisch, die ist für mehr Datenschutz. Und was viele gar nicht wissen, die Liberalen waren ja im Gegensatz zu anderen immer schon gegen die Vorratsdatenspeicherung. Habe ich das richtig ausgesprochen? Zu meinem großen Bedauern ist der vorherige Antrag, also 200 anlasslose Vorratsdatenspeicherung im Alex-Müller-Verfahren ganz weit nach unten gefallen. Eben. Die verdammte Vorratsdatenspeicherung. Jetzt mal ehrlich, Leute, im Fernsehen wird ja viel wiederholt, aber nicht schon wieder die Drohne Willi. Ich denke, das ist die neue FDP. Natürlich gab es in Dresden auch ganz neue Stars am Rednerpult. Mein persönlicher Liebling hat sich beim Thema Snowden sogar mit der Parteiführung angelegt. Nein! Entschuldigung. Herr Kubicki, Sie wissen, ich schätze Sie, aber da haben Sie massiv Unrecht. Wir als Recht... Ich habe hier das Recht der Gegenrede. Ja? Und es ist doch kein Rechtsbruch von dem Edward Snowden, was er gemacht hat. Er hat das offengelegt. Der muss den Friedensnobelpreis bekommen. Jetzt werde ich noch nichts mehr ein, was? Das war der neue Star. Ja? Ihre Entdeckung. Also, Herr Ehring, wirklich, ich meine. Die Mütze fand ich privat ganz gut, aber inhaltlich, ne?
Ich sage Ihnen, diese ganze neue FDP ist wie der Lindner. Eine leere Hülle, ein Torso. Was soll das sein? Ja, was soll das sein? Die neue FDP, Herr Welke, und jetzt schnallen Sie sich bitte an, ist die erste deutsche Mitmachpartei. Zum Mitmachen. Wir sind eine Mitmachpartei. 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 Mitmachen. Mitmachpartei. Mitmachpartei. Die Mitmachende Mitmachpartei. Wir sind eine Mitmachpartei, die mitmachen wollen. Ich fände es gut, wenn wir eine Mitmachpartei, die modernste Mitmachpartei, werden. Mitmachen wobei? Ja, modernes Mitmachen halt. Jedes neue Mitglied kann sich jetzt FDP-Führungspersonal nach Hause einladen. Kein Witz. Finden Sie auf der FDP-Homepage. Schauen Sie mal, da können Sie sich ernsthaft den Lindner nach Hause bestellen. Zum Kindergeburtstag, ne, wenn Sie wollen. Oder auch zum Autowaschen oder einfach als Stehlampe, geht alles. Die kann ich mir bestellen? Sie können sie dir bestellen. Die kommt zu mir nach Hause? Lindner persönlich, er freut sich sogar. Ja, Entschuldigung, für 500 Euro kommt auch Gunther Gabriel zu mir nach Hause. Den bestelle ich mir auch nicht. Soll ich die jetzt aufs Mitleid wählen oder was? Das ist ja schrecklich. Herr Ehring, ich kann doch keine Partei wählen, die für nichts mehr steht. Wo nix ist, da ist halt nix. Ihnen ist nicht mehr zu helfen, Oliver. Man kann auch alles schlecht reden. Ich habe wirklich inzwischen das Gefühl, Sie sind einfach ein notorischer Meckerkopf. Die FDP dagegen, die hat einen wasserdichten Plan für die nächsten Monate. Wir stehen vor den drei wichtigsten Wahlen nach der letzten Bundestagswahl. Gehen die in die Hose, brauchen wir uns gar nicht mehr treffen. Ja! Abwärts! Nie wieder treffen! Und nie wieder FDP-TV! Versprochen! Christian Ehring, meine Damen und Herren! Vielen Dank! Und wo wir gerade bei Arbeitslosen sind, meine Damen und Herren, Stichwort Arbeitslose. Die FDP kneift endgültig den Pöter zu, das muss man so hart sagen, leider. In Sachsen hat die letzte schwarz-gelbe Regierung das Licht ausgemacht und der Spitzenkandidat ist nur noch ratlos. Ja, was soll ich sagen? Begreift ihr das? Ich nicht. Ich schon. Ihr seid die FDP. Holger Zastrow, das müssen Sie mal klar machen, Holger Zastrow hier war der letzte FDP-Minister auf der ganzen Welt. Weg! Ja, und das interessiert hier im Land keine Sau. Aber rumheulen, wenn der, was weiß ich, Magenbrüterfrosch ausstirbt, ne? Ja. Jetzt frage ich Sie, wer ist niedlicher? Die AfD wird wohl weiter feiern. Und parallel dazu kompostiert die arme FDP weiter vor sich hin. Die Thüringer Liberalen zum Beispiel setzen in ihrer Verzweiflung vor allem auf das Thema Bildung. An sich ein gutes Thema, wichtiges Thema, nur hier leider sehr verstörend umgesetzt. Da sind unsere Schulnoten von der 1, über die sich jeder Schüler ganz besonders freut, bis hin zur 6, die nicht so das ist, was man haben will, völlig klar, aber auch die gehört zum Leben dazu. Ja, was für eine Note geben wir der FDP für diese pfiffige Wahlkampfidee? Ja, aber hochverdient, hochverdient. Ja, ja, ist nicht leicht. Die Liberalen kämpfen weiter. So, mich sprechen ja oft Leute an, so auf der Straße, und dann sagen die, warum macht ihr eigentlich nicht mehr diese wunderbaren FDP-Witze in der Heute-Show? Und dann sage ich immer, wie denn ohne FDP? Komiker, ehrlich jetzt. Aber jetzt gibt es endlich gute Nachrichten. In Hamburg hat sich gerade eine neue FDP gegründet. Also die nennen sich natürlich nicht FDP, die sind ja nicht blöd. Ne? Kann ich mich ja gleich Krätzepartei nennen. Nein, die heißen jetzt die neuen Liberalen. Warum? Weil die neu sind. Unfrisch und unverbraucht. Hier, Szene vom Gründungsparteitag. Ich lese jetzt die Namen. Der Liberalismus hat einen neuen Träger für seine Zukunft. Ja, gut. Die Zukunft ist immer die Frage, ob man die noch erlebt. Trotzdem. Man muss natürlich so eine neue kleine Partei, so ein Pflänzchen wirklich von Anfang an begleiten. Und genau deswegen haben wir den neuen Liberalen dieser wunderbaren Abspaltung der von uns vermissten FDP zur Geburt ein wunderbares Geschenk gemacht, nämlich Lutz van der Horst. Hallo. Ich komme von Nur die Liebe zählt. Die FDP schickt mich, weil sie es nochmal mit Ihnen probieren möchte. Das war lieb. Ja, Interesse? Nee, danke. Okay. Ja, dann machen wir ganz normal einen Beitrag für die Heute-Show, ne? Gut, danke.
Hassen Sie Deutschland so sehr, dass Sie uns gleich zwei FDPs antun? Das hat mit Hassen doch nichts zu tun. Für mich schon. Also auch richtig, dass man da sie dann wählen kann und so letztendlich, ne? Ja, natürlich, wir machen richtige Wahlen, wir sind eine richtige Partei und wir haben auch richtig Lust, hier richtig gut zu starten. Okay, das war uns nicht klar. Also es ist eine richtige Partei, doch. Ich habe ja, oder? Die haben auch gesagt, es ist eine richtige Partei. Ich habe gedacht, es ist ein Joke, aber gut. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Wir werden jetzt anfangen, Inhalte zu liefern. Ja? Ja, und ich werde mich deswegen auch hier auf den Programmatikleiter bewerben. Wenn Sie von den Piraten sind, wissen Sie überhaupt, wie das geht mit den Inhalten? Ja, definitiv. Ich habe das 2 Jahre lang geleitet. Und, aber auch so mittelerfolgreich dann wahrscheinlich. Ich habe große Teile des Wahlprogramms mit meinen Leuten zusammen. Das meine ich. Das meine ich. Wenn sich sowas Kleines wie die FDP teilt, kann man dann schon von Zellteilung sprechen eigentlich? Das ist ja keine Teilung der FDP, sondern... Ein Geschwür. Viele Ihrer Mitglieder kommen von der FDP oder von den Piraten. Woher kommt das plötzlich, dieses plötzliche Interesse an Politik? Ja, ich weiß auch nicht. Sie waren erst bei der FDP? Ich war von 1972 oder 73 war ich 28 bis 2011 bei der FDP. Dann bei den Piraten haben Sie aber echt das Elend gesehen, oder? Da habe ich das Elend gesehen, habe es auch erlebt, ja genau. Ich komme von Grünen. Ach, Sie kommen von den Grünen? Ja. Aber da war es doch eigentlich ganz schön immer. Also ich war auch schon, oder? Öfter da, ich dachte, das war eigentlich ganz nett. Ja, gut. Also in Grünen, wenn man so ein bisschen friedensbewegt ist, braucht man dann mittlerweile schon ein Zeugenschutzprogramm, ne? Ja. Gibt es hier auch so eine Art Brüderle eigentlich, so Typ Brüderle? Haben Sie sowas gesehen? Das würde uns für die heute uns ja das würde Sie, Ihnen für die heute. Ja. Ich habe schon beantragt, dass wir Herrn Brüderle eine Ehrenmitgliedschaft bei den neuen Liberalen gestalten. Wir wollen Ihnen keine zweite FDP geben. Nee. Wir wollen eben gerade der Entwertung des Liberalismus entgegenwirken. Im 21. Jahrhundert ist der Liberalismus aktueller denn je. Die Welt ist globalisiert. Mhm. Wir kommen aus multikulturellen Kreisen zusammen, müssen zusammen leben. Wo sehen Sie sich denn in 4 Jahren? Nee, das war natürlich nur ein Joke. Ich stelle doch mal anders. Wo sehen Sie sich morgen? Morgen? Sie trennen sich von der FDP. Wer übernimmt jetzt das Sorgerecht für den kleinen Fipsi? Also das Sorgerecht für den... Was meinen Sie mit kleinen Fipsi? Für den kleinen Mann? Oder wie meine ich? Nee, der kleine Fipsi. Sie verleugnen Philipp Rösler, oder wie? Also ich finde... Wäre auch interessant. Für mich Rösler, der hat eine gute Arbeit geleistet, aber was nützt ein guter Kopf, wenn der Kopf gut ist, wenn das Fleisch schlecht ist? Ja. Aus einem schlechten Fleisch kann man nicht ein gutes Essen machen. Ja, so kann man eigentlich die Figur Philipp Rösler ganz gut zusammenfassen. Danke fürs Interview. Ich hoffe, ich war klar genug ausgedrückt. Absolut. Und mit den Worten gebe ich auch zurück nach Köln. Danke. Live dabei bei der Geburt, wer weiß es, einer neuen FDP. Und dann ist da natürlich noch die gute alte tote Tante FDP. Ja, die in Bremen ganz gegen ihre sonstigen Gewohnheiten mit einer Unternehmerin antritt. Lenke Steiner, 29 Jahre alt, und die bereitet sich wirklich auf alle Eventualitäten vor. Wie werden Sie am Wahltag schauen, wenn Sie um 18 Uhr die Prognose sehen? Ja. Und so gucke ich, wenn ich am Sonntag um 18 Uhr den FDP-Balken sehe. Oh. Das ist Quatsch. Tatsächlich hat die FDP übermorgen ganz gute Chancen in Bremen. Sicher auch dank Lenke Steiner, der Selfmade-Frau mit dem Hang zum Selfie. Ich finde es ja unglaublich schön hier, vor allem dieser Platz mit seinen historischen Gebäuden. Wir sind gerade beim Goetheplatz, da starten wir den heutigen Tag und ich würde euch gerne mitnehmen. Ich will aber gar nicht mitkommen. Dafür habe ich einen Tipp für dich, liebe Lenke. Ganz unverbindlicher Ratschlag. Man darf sich niemals, und ich wiederhole niemals, mit seinem echten Gesicht direkt neben das gefotoshoppte Gesicht stellen. Nicht gut. Na, bitte. Das war jetzt gar nicht so uncharmant gemeint. Das hat die Lenke doch gar nicht nötig. Nein, wirklich. Das ist einfach ein ganz alter Anfängerfehler. Jeder sieht viel besser aus, wenn er gefotoshoppt wurde. Hier, ich habe das auch mal gemacht. Totaler Reinfall. Ne? Der eigentliche Sieger von Bremen heißt natürlich FDP, liebe Freunde. Dass ich das noch erleben darf. Ich habe immer an euch geglaubt. Ja. Was war das Erfolgsrezept? Ein neues Parteiprogramm? Frische Ideen?
Quatsch. Das ist alles derselbe neoliberale Rotz wie immer. Nein, nein. Das Erfolgsrezept war einzig und allein die Spitzenkandidatin. Ja, Lenke Steiner. Lenke Steiner, die FDP setzt jetzt nur noch auf junge, attraktive Frauen. Oder mache ich es mir dazu einfach? Und das ist jetzt das Erfolgsrezept, dass man junge, erfolgreiche Frauen nach vorne stellt. Ich glaube, es hat mit Frausein nichts zu tun und auch nicht mit erfolgreich, sondern schauen Sie sich die anderen Damen an, die sind alle genauso hübsch und erfolgreich am Tisch. Ich glaube, wir haben einfach die richtigen Inhalte gehabt. Ganz ehrlich, ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie da lachen. Da müssen Sie sich echt mal kritisch hinterfragen, meine Damen und Herren. Lenke Steiner wird gewählt, weil sie für die richtigen Inhalte steht. Feierabend. Und natürlich, weil sie zur richtigen Generation gehört. Was wir als Generation Y heute vorfinden. Als Generation what? Y. Y for what? Y für, wir sind ja die Generation, die so zwischen 25 bis 35 liegt, die immer hinterfragen, warum ist das so? Deswegen Generation Y. Und Sie gehören jetzt ja eher zur Generation X. Weil du fast tot bist. X, Exitus, Kreuz. Wusste sie gar nicht, dass sie zur Generation X gehört. Ah. Ja, Kreuz, Grab ist ja auch egal. Hauptsache Y. Ne? Apropos Grab. Wer hätte gedacht, dass die alte FDP sich da noch mal rausbuddelt aus dem Grab? Ne? Klar, erstmal nur in Hamburg und Bremen, aber das ist ja bloß der Anfang. Jetzt geht steil bergauf, Freunde. Zukunftsgespräch der FDP Dortmund. Kleiner Scherz, ein paar sind doch gekommen, die sitzen da links weiter. Aber so richtige Aufbruchstimmung will sich nicht einstellen. Zukunft hat ein Gesicht, meine Damen und Herren. Und was zwischen den Zähnen. Die FDP kann ihr Glück aktuell kaum fassen. Ja? Neuerdings wieder zumindest in einer Umfrage 6%. Die ranzige Altherrenpartei erfindet sich gerade komplett neu als ranzige junge Leute-Partei. Gerade erst war Parteitag in Berlin unter dem frechen Motto German Mut. Was immer das bedeuten mag. Die Antwort dazu, die steht hinter mir. German Mut. Ich kann nur sagen, ich find's großartig. Courage, Allemand. Da steht es. Mut. Mut auch mal zu verlieren. Rockorbast. Verdammt noch mal. Ich habe dieses Motto verstanden. Mut. Mehr Mut. German Mut. So, richtig. Hier. Da steht's doch. Hinter mir. German Mut. Was sich so Agenturen ausdenken. Ja. German Mut. Bitte nicht verwechseln mit dem Slogan der CDU, German Mutti. Beziehungsweise dem der SPD, German Matt. Ganz was anderes. Ganz was anderes. Ne? Abgesehen von dem tollen Motto sind die neuen Liberalen, ich habe nochmal nachgeguckt, für Steuervereinfachung, aber gegen den Soli und gegen zu viel Bürokratie beim bösen Mindestlohn. Kurz gesagt, exakt wie früher. Also nicht nur ein bisschen wie früher, exakt wie früher. Irgendwelche neuen Ideen? Ihr Schulden tilgen und dann verteilen, das ist das Motto der schwäbischen Hausfrau. Aber es sind halt hier nicht alle Schwaben. Das ist ja sehr bedauerlich. Nee, nee, nee. Ich wünschte, wir wären alle Schwaben. Dass wir denen noch zeigen nach all den Jahren. Oh. Ist das schön? Oder ist das schön, dass die Drohne Willi auch in der neuen FDP weiter ihr Gnadenbrot kriegt? Das finde ich toll. Wirklich jetzt. Als Konstante. Denn ansonsten machen in dieser Partei ja nur noch langbeinige Frauenkarriere. Der Lindner, das muss man so hart sagen, hat die FDP ja völlig östrogenisiert. Plötzlich hat bei der guten alten FDP alles irgendwie mit Frauen und Familie zu tun. Wenn wir in Deutschland aus eigener Bevölkerung die Erwerbsbevölkerung auf einem Niveau halten wollten, was unseren Wohlstand sichert, dann müsste jede Frau in Deutschland 7 Kinder bekommen. Ich habe das kurz mal mit meiner Frau diskutiert. Aber die hat gesagt, mit dem Lindner gerne, aber nicht mit dir, Freundin. Allzu menschlich. Ja.
Zumal. Ich will jetzt nicht pessimistisch werden, zumal man sich das auch wirklich genau überlegen sollte, ob man Kinder überhaupt bekommen will. Vor allem, wenn der Nachwuchs dann später in die FDP eintritt. So wie er hier. Dann erkenne ich, dass wir die einzige Partei sind, die erkannt hat, dass die Wirtschaft kein Nullsummenspiel ist. Wir sind die einzige Partei, die erkennt, dass wenn man den Reichen etwas wegnimmt, die Armen nichts davon haben. Ja, ich das Foto angucke, da schießt mir direkt die Milch ein, meine Damen und Herren. Der ist 16 Jahre, aber hat sein Leben schon komplett weggeworfen. Tja. Andererseits ist es auf eine Art natürlich auch schön, dass sich junge Menschen wieder für die FDP begeistern. Nach der Landtags- und Bundestagswahl wurde mir nahegelegt, unter anderem auch von meinen Eltern, bei der FDP auszutreten, weil ich mich damit nur lächerlich machen würde. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber hör auf deine Eltern! Mach doch, was du willst. Das hier macht mich wirklich fertig. Ich verstehe immer noch nicht dieses neue FDP-Logo. Was soll das sein? Wissen Sie es? Oder ist das Kunst? Höchstwahrscheinlich. Herzlich willkommen zum Kulturmagazin Aspekte mit Dr. Tina Hausten. Guten Abend und hallo bei Aspekte. Unser Schwerpunkt heute: German Mood. Die neue Installation des aufregenden Düsseldorfer Konzeptkünstlers Christian Lindner. 4x5 Meter Filzstift auf Klopapier. Hier schreit eine Partei in schrillen Farben nach Aufmerksamkeit, ja? Nach Liebe. Ein wunderbares Zusammenspiel aus Licht, Klang und Bewegung im Raum. Oliver, was genau löst das in Ihnen aus? Augenkrebs in erster Linie. Entschuldigung, für mich wirkt das so ein bisschen wie ein besoffener Fiebertraum von Rainer Brüderle. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Oliver, verstehen Sie doch. Dieses Bild ruft geradezu, habt uns doch wieder lieb, obwohl wir die FDP sind. Ja? Vergesst die ganze Scheiße, die wir früher verbockt haben. Fangen wir einfach neu an. A fresh start. German Mood eben. Ja, aber was bedeutet denn überhaupt German Mood? German Mood bedeutet nicht nur Mut in Germany. Liberal ist eine Bewegung. Eine Zeit war es leider mit einem Verkehrsunfall hier in Deutschland nicht so stark, wie es überall in die Welt jetzt ist. Verstehen Sie jetzt? Nein. Ehrlich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was diese neue FDP mir sagen will. Weil die FDP Kunst ist, die Banause. Ja, da frage ich nicht, was bedeutet das? Wofür brauche ich das? Das ist die FDP, Herrgott nochmal. Die braucht keiner. Ja. Das ist doch gerade der Witz. FDP, das ist Freiheit durch Sinnfreiheit. Dadaismus pur. Dada was? Dada. Ja, anarchische Lautgedichte ohne jeden Bezug zur Realität. Dass wir nach vorn wollen. Keine Rede davon. Und von Christian Lindner ist da nichts zu hören, aber auch gar nichts. Wie kommt ein solches Kuckucksei in unser Programm? Dass wir nach vorn wollen. Das ist toll. Gänsehaut, ja, Gänsehaut. Ist das Lyrik? Ist das Zwölftonmusik? Ist das überhaupt Deutsch? Wir wissen es nicht. Unglaublich, das kreative Potenzial dieses liberalen Kunstkollektivs. Auch in der Fotografie, Oliver. Schauen Sie mal, die Jungliberalen haben das legendäre Kommune 1-Foto nachgestellt. Oben die FDP-Version, unten das Original von 1967. Was fällt Ihnen da auf, Oliver? Ja, zum einen, die FDP ist latent fetter. Und zweitens, es baumelt unten deutlich weniger rum. Haben die da mit Photoshop was wegretuschiert, oder? Quatsch, wegretuschiert. Das sind FDP-Jungs, da ist das so. Ah, okay, gut. Also witzige Fotos mit kleinen Pimmeln geschenkt. Aber war denn bei diesem Happening in Berlin auch inhaltlich irgendwas neu? Oh ja, das hier sehen Sie nicht kommen. Also mit Ja haben 325 gestimmt.
Jubel fast so, als hätte die FDP gerade den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft. Dabei hat der Parteitag nur die Legalisierung von Cannabis beschlossen. What? Die uncoolste Partei der Welt ist auf einmal fürs Kiffen? Die ist überhaupt nicht uncool. Können Sie denn nicht lesen? Da steht's doch. Cool. Ja. Ja? So, und jetzt muss ich auch los. Christian Lindner will sich gleich auf dem Marktplatz von Soest mit Schweineblut einreiben und die Nationalhymne rückwärts singen. Warum? Ach, das verstehen Sie eh nicht. Kunst! Tina Haus, meine Damen und Herren!